Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu Darkest Dungeon 2. Ich habe es nie gespielt. Ich bin komplett ungespoilert. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie das Ganze jetzt laufen wird. Ich weiß, dass es ziemlich anders sein soll als der erste Teil und der hat mich ja in meinen frühesten Streaming-Zeiten sehr begleitet. Er war immer wichtig für diesen Kanal, der erste Teil. Und dementsprechend ist es wirklich an der Zeit, dass ich mal den zweiten ausprobiere. Mal schauen, wie es läuft. Und wie gesagt, ich habe wenig Gameplay gesehen, das war's. Dementsprechend einfach reinstarten. In Darkest Dungeon geht es darum, das Beste aus einer schlechten Lage zu machen. Deine erste Expedition muss nicht gleich Erfolg haben, sie wird keinen Erfolg haben. Helden werden sterben und Reisen scheitern, wenn die Welt deine Flamme zu ersticken sucht. Schöpfe neuen Mut und gib nicht auf. Kämpfe dich durch die zunehmende Düsternis und stelle dich deiner Angst. Schließlich findest du Erlösung in den eisigen Tiefen von Darkest Dungeon. Quasi 2. Leider, Patch-Notizen, Spiel verlassen. Naja, dann schauen wir mal rein, was da passiert. Neue Expedition beginnen. Ich weiß, wir reisen mit einer Kutsche, aber wohin weiß ich aber nicht. Sei gegrüßt und guten Abend, Hellnagel. Rechtzeitig zum Intro. Ruin has found you at last. My protege, my friend. Our calculations were correct. The ephemeral equation is unbalanced. The earth spins on a strange and terrifying new axis. And everywhere. Unbridled consequence. The world is a wasteland of failures past. And yet, you must ride out into it, unafraid. Take this. It is hope, the very last of it. It is yours now. You were bold once. Be bold once more. Free yourself from this suffocating stillness. Fix your gaze on the horizon. And face the fearsome truth of the darkest dungeon. Also Wayne Chung kann es immer noch und die Atmosphäre ist sofort packend und großartig. Ja, Miss Melia, Trick of the Light, ja. Austin tut schon mal sehr gut, ich mal schauen. Beginne deine Reise. Sanctum, adrift in this bituminous nightmare. Sanctum? Gut, es gibt einen Prolog. Ich weiß, dass das Spiel anders ist. Es soll wirklich nicht die gleiche Art Spiel sein. Mal sehen, wie anders und ob ich mich zurechtfinde. Prolog. Unterschreib hier, quasi. Ich kann den Namen nicht lesen. Die Kutsche. Linksklick einsehen, mit Rechtsklick ausblenden. Die Kutsche. Die Kutsche dient als Fortbewegungsmittel, als Beichtstuhl und als Sarg. Drücke einmal auf nach oben, damit die Kutsche losfährt und auf nach unten, damit sie anhält. Die Kutsche wird automatisch gesteuert. Du kannst damit AD korrigierend eingreifen. Das Ego-Shooter mit Stealth-Elementen. Klingt großartig. Kutschenansicht. Drücke Y, um die Kutscheninfos einzusehen. Hier wird angezeigt, welche Gegenstände derzeit an der Kutsche montiert sind. Und wie es um ihre Panzerung und Räder bestellt ist. Kutschenausrüstung kann nur beim Wagenmacher geändert werden. Du findest in jedem Gasthof einen. Gegen eine Gebühr kann der Wagenmacher auch Panzerung und Räder reparieren. Okay. I know failure well. I glimpsed it lurking at the ragged edges of your mind. I watched its venom spread through the veins of the world. And I trembled at its terrible reverberations.
crossroads. A place between places. Loathing, failure, regret, disgrace. Die Wegkreuzung. Klingt großartig, was man hier denkt. Die Gruppe, vier Helden brechen zu einer Expedition auf. Deine Rettung liegt in ihren Händen. Ziehe oder doppelklicke auf die Heldenporträts, um deine Vierergruppe zusammenzustellen. Der Held ganz rechts steht im Kampf an vorderster Front. So weit, so bekannt. Okay, Baristan, ein Wanderer. Auf jeden Fall für vorne, standfester Verteidiger, gestillt durch zahllose Gnaden. Du sagst, Position vorn, schutzrobust gegen Schlag. Liegeposition ganz vorne, nicht optimal. Hoher Schaden, vielseitig Gegenschlag. Okay. Beweglich, grazil und unvergleichlich verstohlen. Beliebige Position, Tarnung, Ausweichen, hoher Crit. Position hinten, Gifthaus, Blendet, Heilerin. Studiert ein Arzt nicht, lediglich den Verfall. Pride. More devastating than the horrors of 100 campaigns. Bei Baldur's Gate 3, wie weit ich bin. Wo waren wir denn gerade? Ich habe den Namen von den Heinis vergessen. Wir haben gerade eine weitere Möglichkeit, die komischen Viecher aus unserem Auge loszuwerden, hinter uns gebracht. Nachdem die letzten eher ekelhaft waren, war das relativ vielversprechend. Aber ja, bei diesen... Ich habe den Namen von diesem Volk vergessen, die so ein bisschen orkisch ausschauen, wo man auch... Die Lassale ist eine von denen. Bei denen war ich gerade. Ja, das ist der letzte Stand. Morgen geht's wieder weiter. Mit der üblichen Gruppe. Na gut. Held umbenennen. Paracelsus Baristan. Achso, Waffenknecht. Wegelagerer, Grabräuberin, Pestdoktorin. Das war mir zu groß, da habe ich es nicht lesen können. Avarice slips unseen. Into the catacomb of the mine. DLC gibt's ja auch schon. Und 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere Heldentypen. Ich hieß Yankee. Dankeschön. Das war's, ja. Da irgendwo bin ich. Also ja, für das, wie lang wir schon spielen, noch nicht wahnsinnig weit. Aber ja. Das Tal. Onward. And let us hope enough yet remains of the world. Aufstellung. Du kannst die Aufstellung deiner Gruppe während der Fahrt ändern, indem du die Porträts ziehst. Die Aufstellung legt die Positionen der Helden zu Beginn eines Kampfes fest. Der Held ganz rechts steht an vorderster Front. Ja, das ist auch das, was ich haben wollte. Ah ja, helles Licht. Plus 6% Widerstand links. Rundenbeginn, blub. Weniger. Ah, und jetzt kann ich wahrscheinlich auch in diese Kutschenansicht gehen, genau. Räder werden... bei der Fahrt unwegsamen Strecken beschädigt. 100% aller Helden werden unterwegs um 50% geheilt. Wird bei der Fahrt Gefahrenstrecke beschädigt. 100% also beginnende Kampf mit Schild. Kutschenausrüstung. What the fuck. Letzte Hoffnung heißt meine Kutsche. Alles klar, Mondturmfestung waren wir noch nicht. Deshalb weiß ich nichts genaueres drüber. Ein Zeitlimit oder sowas. Okay, grafisch sieht schon ganz cool aus. Zumindest beim nächsten Treffer. Oh, der ist muskulöser jetzt, der Highwayman. Sie sieht ekelhaft aus, sie sieht elegant aus und er ist auch noch breiter. Zwei Takte im Untergrund, alles klar. Anvisieren, selbst, welches, was heißen die Symbole? Selbst Schaden? Entfernt? Ah ja, das ist Tarnung, das Auge, das durchgestrichene. Fechtschritt ist vorwärts und man hat Repost aktiv, dass man zwei Runden scheinbar, oder zweimal nur zurückschlägt, wenn man getroffen wird. Kann ich das... Ah da, Tarnung. Kann den meisten Feindlichen nicht anvisiert werden. Combo löst das Ziel nächsten... Ist das Ziel zusätzliche Fähigkeitseffekte aus? Ausweichen. 50% beim dem nächsten Angriff auszuweichen. Gezielter Schuss. Okay.
selbst, Gegenschlag beim nächsten Schaden verursachten Angriff, vorwärts ist natürlich ein Schritt nach vorne. Pistolenschuss, benommen beim Ziel. Okay, da schiebt man ihn ans Ende der Runde beim Benommen, ist natürlich nicht so gut wie Lähmen, aber trotzdem nicht schlecht. Und boshafter Schnitt, das kennen wir auch im Prinzip. Exekution 1, was heißt Exekution? Ich habe keine Ahnung. Die nächste Fähigkeit hat 100% Crit und ignoriert 20% Widerstand. Eigentlich auch gut. Was haben die so? 10% Dings. 10, also die können bluten. Haben Giftwiderstand. 20% Betäubungswiderstand. 10% Bewegungs- und Schwächungs 10. Ich nehme an, dass das auch 10% sind. Das heißt, das blutet, lässt nicht bluten. Das macht am meisten Schaden. Dann hauen wir einfach mal hin. Okay, Giftschlag, Schaden 2 bis 3, bei Ziel plus 30% und 4 Gift, okay. Die Grafikverbesserung sieht wirklich gut aus. Ich bin wahnsinnig langsam, gerade im Spiel leider, aber ja, Gefechtsmedizin. Wenn jemand minus 50%, weniger als 50% Leben hat, okay. Das kann ich, glaube ich, nur weiter vorne anwenden. Das Blendgas geht nur gegen Ziele ganz hinten. Das ist auch nichts Neues. Vorsage. Okay, das ist, sind diese Fähigkeiten, die gab es im Vorgänger gegen Ende schon in dieser Form, dass die mich für den Kampf gestärkt haben. Dann einfach vergiften. Die haben zwar 40% Gift. Aber wie hoch ist Gifthauchwahrscheinlichkeit beim Zuschlagen? Sehe ich nicht. Egal, machen wir einfach mal. Die 3 Schaden sind auch nicht schlecht und für 3 Züge 4 Schaden. Vorwärts zielen Rückstoß von 1, genau. 4 bis 6, 3 bis 5. Das selbst. Das mit die, ja, gut. Das ist der Schaden, der Zuspruch. Senkt den Stress, dann fahr einfach da mal drauf. Okay, Todesstoß direkt. 3 Schaden und 1 Stress. Oh, es geht nur 10 Stress. Okay. Sorry, ich muss mal alles lesen. Ich muss mal alles lesen. Ja, der Crit plus 50%. Zieht der Crit. Ignoriert Rüstung, das ist relativ egal. Ist auch relativ egal, die haben halt noch nichts. Das sind 2 Gegner, die man trifft, klarerweise. Gifthauch 2, 2 bis 4 Schaden. Heilt um 33% mit dem Absinth. Dann machen wir damit, weil es am meisten Schaden macht. 7 direkt vollen Schaden, das ist schön. Ich mach das Ganze nochmal. Gut. Brings in the unlikeliest places. Altarwährung, 1 von 4. Eine Kerze, geringer Gürtel des Grobians, unendliche Accessoire-Rüstung. Plus 15% Fähigkeiten erhalten, minus 5% Widerstand gegen zurückstoßen, glaube ich. Are you shaken? There is so much worse in store. So, Accessoires. Jeder Held hat 2 Accessoires ausrüsten. Diese gewähren Boni, besondere Fähigkeiten können Helden deutlich stärker machen. Kann man immer wechseln. Dann findest du Relikte, Schmuckstücke und Meisterschaftspunkte. Okay. Der Kampf ist rundenbasiert und dauert, bis eine Seite vollständig besiegt wurde. Sobald ein Kampf einmal begonnen hat, gibt es keinen Rückzug. Es gibt keinen Rückzug? Das ist spannend. Weil ich finde, Darkest Dungeon, also den Vorgänger, den hat unter anderem ausgemacht, dass man wissen musste, wann man flieht. Deshalb fand ich es nie unfair. Man hat nie die ganze Party aus Pech verloren. Jeden Helden und Feind wird zu Beginn einer Runde die Initiative ausgewürfelt. Dies wird von Geschwindigkeit beeinflusst. Die Zugreihung wird durch Porträts oben rechts angezeigt. Oh! Oh, das ist mir nicht aufgefallen. Okay, das ist anders. Du hältst nur einen kleinen Ausblick auf die Reihenfolge, kannst also ein wenig planen. Wenn ein Held am Zug ist, darfst du zunächst einen Kampfgegenstand benutzen, sofern einer ausgerüstet ist. Dies ist eine Zusatzaktion.
Okay, du kannst dann ganz normal die Fähigkeit des Helden einsetzen. Ein Kampfgegenstand. Auf den Gegenstand oder die Fähigkeit in der angezeigten Leiste oder nutze die entsprechende Zifferntaste. Okay, also sind das diese Zusatzdinge gewesen oder? Fähigkeiten können nur genutzt werden, wenn ein Held sich in der richtigen Ausgangsposition befindet. Okay, das wissen wir. Prüf die Kreise zeigen, die ob eine Position gültig ist. Genau. Und Flächeneffekte. Fähigkeiten können nicht nur Schaden, sondern auch verschiedene Effekte auslösen. Die meisten davon werden durch Token angezeigt. Über einen Token, um zu sehen, was er bedeutet. Ein Token-Glossar. Doch, das sind viele. Alte Steuerung gedrückt, um das Token-Glossar einzusetzen. Das sind viele. Geschützt, ausweichen. Also das ist stärkeres Ausweichen, Crit, Blocken. Aber ich kann das scheinbar immer aufrufen, somit regelmäßiger Schaden, Bluten, Gifthaus und Verbrennen. Okay, das Verbrennen ist neu. Welche Effekte für Kampffähigkeiten und Kampfgegenstände können solche Effekte heilen? Na gut. Das haben wir alles. Accessoire Nutzung. Öffnen mit I und wähle Accessoires. Okay. Relikte 40 von 40. Erinnerungen deines aus vergangenen Zeiten. Ah, okay. Rechtsklick. Weil. Ich glaube, diese Mass ist gegen Verschieben am ehesten immun, weil er dieses Vorwärtsding hat, also der Fechtschritt. Okay, Kampfgegenstände habe ich noch keine. Dann kriegt er den mal. Ticks, Wachsam, Streckenerkundung, Kopf im Sand, Paletten, Schaden, Blind. Ugh. 15%, dass er blind bekommt. Das ist ja widerlich. Schlägerin, Anwender, Treffer. Was war das Symbol? Betäubung. Fähigkeit, Nahkampf, plus 5% Tritt. Schwerfällig, minus 2 Geschwindigkeit. Okay. Audrey ist unvorbereitet. Rundbeginn 15%. Verwundbar. Das heißt, er leidet. Es ist. Der Kampf wird ihm genommen. Hobbywaffenschnitt Rundenbeginn 5%, dass diese Crit-Fähigkeit ist. Okay. Unbeugsam plus 10% Widerstand gegen Todesstoß ist das anscheinend, weil den Totenkopf selbst sehe ich gerade nicht, aber ist so. Hat der Flasche abgeschworen, konsequent. Okay, er kann wahrscheinlich keinen Stress durch Alkohol heilen. Okay. Hope their desperation can be eased. Die letzten verzweifeln. Na, dann gibt's ja keine Verzweifeln mehr. Das ist doch schön. Begegnungen. Während Beginn musst du dich für eine Auswahl entscheiden, indem du auf einen Helden gedruckt hältst. Unten am Bildschirm siehst du Vorschau auf die Ergebnisse. Stapel in Inventar. Allgemein müssen in Inventar teilen. Benutzerreiter sind was verschiedene Typen zu sehen. Finitätenwechsel. Helden sind nicht. Sich oft sehr uneinig darüber, wie du bei einer Begegnung verfahren sollst. Wählst du die Reaktion eines Helden aus, steigt seine Affinität mit allen anderen Helden, die ähnlicher Meinung waren. Es wird durch eine goldene Unterlegung angezeigt. Die Affinität mit Helden, die gänzlich anderer Meinung waren, sinkt hingegen, was durch eine blaue Unterlegung gezeigt wird. Hilfesuchen sind geplagte Bewohner der Gegend, auf die deine Helden stoßen. Sie brauchen Hilfe und haben oft nützliche Vorrate, die sie deinen Helden im Gegenzug geben können. Den Menschen zu helfen ist die beste Möglichkeit, die Flamme wiederherzustellen. Die Flamme. In der Kutsche befindet sich die Flamme, der letzte Hoffnungsquell der Welt. Sie lässt auf der Fahrt allmählich nach, wird aber gestört, wenn du Hilfesuchende unterstützt. Über das Licht, desto schwieriger wird es für die Gruppe. Halt Alt gedrückt, um Zustand und Effekte der Flamme einzusehen. Das ist bei 6% Widerstand, Rundenbeginn 10%, Chance, dass man blind ist.
Wähle einen Helden aus und halte die Taste gedrückt. Bei einem alten Labor schmerzlich vermissen. Ich kann nur die zwei wählen. Steht uns bei. Ich verstehe gerade nicht. Stellt beides die Flamme wieder auf voll. Vorräte plus ein Accessoire. Ich will das Accessoire, auch wenn ich keine Ahnung habe, verliere ich sie dadurch? Also gedrückt halten. Ah, hope springs in the unlikeliest places. Geringer vergoldeter Verstand. Widerstand gegen Stress, 7% gegen Todesstoß, weniger Widerstand gegen. Wem geben wir das jetzt? Ja, ich gebe es mal ihr einfach. Ja, warum nicht? Wie gesagt, aussehen tut es auf jeden Fall hübsch, das Spiel. Ich weiß nicht, ob es dumm oder klug ist, durch diese Blätterhaufen zu fahren. You can feel it. A change in the air. Du ist es plötzlich so kalt, sagst du. You see, even your valley is not immune to the spreading stain. Schützt gegen einen Todesstoß. Ein Förster, eine verlorene Seele und eine Witwe. Die Witwe schaut mir sehr nach einer Stressverursacherin aus. Deshalb will ich sie loswerden zuerst. Okay. Okay, ist jetzt theoretisch später dran. Also es geht von rechts nach links, nicht umgekehrt. Klar. Giftschlag geht so nicht. Das Blendgas geht auf beide. Das macht eventuell blind. Das will ich haben. Beide sind blind. 50% geht daneben. Der nächste Schlag. Genau, das war das Ziel. Oh, das geht schneller als. Oh, alles klar. Naja, es geht ja wegen stürmischen Wetter. Alles klar. Wenn es so ist, dann ist es so. Schade drum, aber dann kann man nichts machen. Ich werde versuchen, die Witwe zu schießen. Das war wenig Schaden. Spielzeug schnitzen hat er verfehlt, weil er noch blind war. Akademiker an sich. Halte während des Kampfs Alt oder mittlere Maustaste gedrückt, während du mit der Maus über Helden oder Feinde fährst, um die Akademiker an sich zu sehen. Diese nützliche Anzeige bietet ausführlich Informationen zu jeglichen Token, die der Kämpfer besitzt. Zusätzlich gewährt die Anzeige Einblick auf Kampffähigkeiten der Feinde. Anfangs sind die Fähigkeiten verborgen, aber wenn du Feinde beobachtest, die sie im Kampf einsetzen, werden genauere Informationen angezeigt. Analysis is the natural prelude to action. Nahkampf springt im Vorwärts, Bluten und Stress. What can we learn upon closer inspection? Krankheit und Stress. Bauen auf der Spiegelung, Fernkampf. Horror ist das, glaube ich. Grauen, ja. Sag ich ja, sie macht Stress. Dann knallen wir sie mal weg. Encouraging. Das macht 3-5 Schaden. Ja, aber in Summe zwar mehr. Ja, ist eigentlich dieser ganz schwache Bone-Heini. Ja,
bestimmt sehr sinnvoll, den zu vergiften. Sehr gut, er hat widerstanden. Der Förster kann Bäume fällen. Sehr gut, er ist betäubt. Er hat ihn widerstanden, ist noch nicht so gut. Dann bringst du ihn jetzt um. Ja. Mal mit der Pistole draufhalten, bitte. Nein, nimmt den Schaden. Er greift trotzdem an, obwohl er benommen war. Weil er nur. Okay. Kannst du Gefechtsmedizin? Ziel muss 50% Leben verloren haben. Das ist spannend, weil ich kann halt wirklich. So, das sind Einsätze, Abklingzeit. Oh, das geht auf alle. Das ändert schon manches. Okay. Wow. Wie viel hat er noch? 7 von 12. Gut, kannst du den erschlagen und dadurch Stress? Also, er hat ja Dings. Genau, schlage einfach daneben, dann sind wir alle zufrieden. Siert diesen Zustand abkommen. Okay, hat gereicht für den Todesstoß. Meine Überlegung war, wenn die jetzt auch Todesstöße abbekommen können. Die Brandsalbe sind die Bandagen quasi und heilt zusätzlich um 5 Leben, okay. Ein Ziel. Wow, es ist viel. Aber das war der erste Teil auch. Ich glaube, ich gebe. Oh, ich gebe ihr die Brandsalbe. Dann ist sie, komplett die Heilerin. Warum nicht? Okay, die kann man verbessern. Widerstand wird wesentlich stärker. Da kann ich es ausführen, dorthin wird es ausgeführt. Ich verstehe. Absinth auf einen kann man überall einsetzen. Die anvisieren auch. Okay. Mann, ich lerne. Einige Feinde sind durch Todesrüstung gegen Todesstöße geschützt. Sind die Lebenspunkte des Feindes mit Todesrüstung auf Null gesunken, stirbt er nicht. Aber der erste Rüstungspunkt wird verbraucht. Jeder weitere Stoß, der Schaden verursacht, verbraucht eine weitere Rüstung. Sind keine übrig, tötet der nächste Schaden den Feind. Fähigkeiten und Gegenstände mit der Eigenschaft Exekution können eine bestimmte Menge ganz umgehen. Okay. Ich lerne. Bis jetzt. Nein, das ist der Prolog. Aber gefühlt läuft es gerade nicht so schlecht. Aber es ist halt der Prolog. Ist wahrscheinlich alles einfach jetzt. Rest tonight. Under the mountain's unblinking gaze. Okay, ich habe gerade 2 Kerzen erhalten. Fürs Reichen des Gasthofes. Fackel und Krone habe ich erreicht. Prolog abgeschlossen. Endlich hast du deine Kräfte gesammelt. Schöpfe so viel Hoffnung wie möglich und beende deine Expedition. Ende der Reise. Du hast die Prolog-Quest abgeschlossen. Du hast alles erledigt, was es bei diesem ersten Ausflug ins Tal zu tun gibt. Wähle Expedition beenden unten links auf dem Gasthofbildschirm. Normalerweise endet eine Expedition mit einem Sieg, einer Niederlage, also dem Tod aller Helden oder wenn du sie aufgibst.
Am Ende deiner Reise erhältst du Kerzen der Hoffnung, die nach dem, wie gut du dich geschlagen hast. Je nachdem, wie gut du dich geschlagen hast. Mit Kerzen kannst du am Altar der Hoffnung Helden und Gegenstände freischalten, verbessern und mehr. Selbst wenn eine Reise zum Scheitern verurteilt ist, kann sich das Fortfahren lohnen, um mehr Kerzen zu halten. Sie können die nächste Reise leichter machen. Will you press on into uncertainty or claim what you can? Ich fordere die Hoffnung ein. Remain undeterred, and you will yet prevail. Bonus für die Bergen und der Überreste gefallener Helden. Sein Kopfgeld über die verdienten Kerzen werden nie negativ, aber... Okay. Kopfgeldjäger nimmt uns Kerzen, ist er so stark. Das ist ein Altar, sehe ich das richtig? It was not a perfect world, but it was ours. And we must fight to restore it. Ja, der Altar der Hoffnung. Der Altar der Hoffnung. Mit jeder Expedition verdienst du Kerzen der Hoffnung. Am Altar kannst du diese Kerzen zur Freischaltung neuer Klassengegenstände, Haustiere und mehr ausgeben. Bei diesem ersten Besuch musst du auf den Feldern der Arbeiter vorbeischauen. Okay, es ist Hamlet, mehr oder weniger. To recall a thing is to make it real once more. Also, was ist was? Kampf, Kutsche, Gasthof. Klick mal auf Kutsche. Einmal nach das Dickicht. Kutschenausrüstung, das Dickicht, plus 15% Schaden. Ein Accessoire. Hexenschatz. Every twinkling recollection is another implement at our disposal. Einmal Kampf, weil ich es wissen will. A welcome advancement in the science of survival. Ein Heilmittel, gewährt, okay. Dann noch ein Gasthof. Ich muss mal alles auch anschauen. Blutegel. Entferne eine Vergiftung. Okay, das heißt, das war's eigentlich. Felder der Arbeiter. Hier schaltest du zusätzlich Accessoires, Kampfgegenstände, Gasthofgegenstände oder Kutschenverbesserungen für zukünftige Expeditionen frei. Solltest unbedingt kontinuierlich Gegenstände freischalten, also gib Kerzen aus, wenn du Gelegenheit dazu hast. Wählst sofort ein Exemplar des Gegenstands in dein Inventar für die aktuelle Expedition, wenn du ihn Altar freischaltest. Das ist ein bisschen wie in Dead Cells. Man kriegt den Gegenstand aber zusätzlich in Zukunft freigeschalten. Kutschenausrüstung bietet dir quasi Accessoires für deine Kutsche. Sie gewähren mächtige Kräfte und Boni. Du kannst sie nur beim Wagenmacher in jedem Gasthof montieren oder entfernen lassen. Deine Kutsche hat begrenzte Plätze für Ausrüstung, aber du kannst am Altar der Hoffnung zusätzliche freischalten. Gut, das heißt... Ah, da unten hätte ich es auch auswählen können. Such implements will serve us well. Es ist schon vollkommen anders vom Aufbau. Ist das ein Stadtgasthof? Der schaut irgendwie nicht so voll aus. Your denial, perched precariously in the murky gloaming. Okay, Leugnung. Das ist die erste Quest. Ach du Schande, das tut mir leid, Hellnagel. Das you have cowered in your crumbling. Ich hoffe inständig, dass bei uns momentan alles ruhig bleibt. Auch wenn Krankheiten und sowas momentan wieder zuschlagen in meinem Umfeld. Ich hoffe, dass es nichts Ernstes ist. Aber ja, werden wir alles sehen. I remember our first meeting on the steps of the university. A collegial handshake. That would doom us both.
Hätte ich da jetzt stehen bleiben? Your insightful questions during my lectures gave me pause. And I recognized in you something of a kindred spirit. Despite our differences in age and position, we shared a keen fascination for archaeology, folklore, and, of course, occultism. The crossroads, a beacon for the broken and the battered. Wenn es abzusehen ist, ist es ein bisschen, macht es das ein bisschen besser, aber noch immer nicht gut. Pride. More devastating than the horrors of 100 campaigns. Moment, von hinten kann Hack ins Gesicht nicht ausgeführt werden. Und bei ihr präziser Schnitt nicht. Oh. Okay, das wollte ich nicht. Die unüblichen Verdächtigen, sie bleiben einmal. Das Tal. The road is yours to travel, but you are not alone. Okay, ein Gasthofgegenstand, 40 Relikte. Aufputschmittel gebe ich mal ihr. Die Items von vorher sind weg, demnach. Das Dickicht plus 15. Also ich kann das natürlich nicht ausrüsten gerade, weil dann muss ich das bei der Kutsche aufrüsten. Hexenschatz plus 10 durch Fähigkeiten erhalten pro Stärkungstoken. Das rote Kreuz sehe ich gerade nicht. Okay, ich gebe es mal ihr, was soll's. Ich will ihn nutzen. Okay, es bleibt nichts bestehen. Comforts are exhausted. Ahead only trial and tribulation. You see, even your valley is not immune. Okay, den Kampf kennen wir grundsätzlich. Die Panzerung ist nützlich. Todesrüstung 2. Ich will sie schnell loswerden wieder. 6 Schaden ist gut, sie hat 13. Ich dachte, sie hat 12. Nutzen wir das Blendgeist auf die beiden. Shit, sie hat widerstanden, aber er ist zumindest blind. Ja, das reicht nicht. Sie stirbt nicht da hinten. Also, Zuspruch bringt noch nichts. Ich kann jemanden schützen. Wenn ich es richtig verstanden habe. Schade. Hätte ich eigentlich gedacht, dass er diesen Angriff macht er ja nicht. Genau das wollte ich nicht. Stress über die Leibesmühle. Den Gifthauch wollte ich genau auch nicht. Na, schieß sie mal. A promising development. Es lohnt sich noch nicht. In den Giftschlag. Er lebt dann umso am längsten. Au! Ich will ihn einfach umbringen. Reicht nicht. Das war böse, das ist ein Punkt. This is no time to falter. Okay, was war das? Stellung halten, vorwärts. Was ist das eine Symbol? Das schaut aus wie fixiert, kann sich nicht bewegen oder bewegt werden.
Das Gift auf ihn erhöhen, sehr schön. Ein Crit. Normale Angriffe, maximaler Schaden plus 150, plus 2 Runden auf Gift. Nur 24% Widerstand und 150% Heilung. Okay. Jetzt werde ich das auf ihn anwenden. Dritten 12. Wird das Todesrüstung ignorieren, wird nur gemacht, wenn er am Sterben ist, demnach. Man lernt nicht aus. Ja, du hast recht. Eher so wie FTL und sowas. Es ist weniger das bisherige, also weniger wie das vorherige. Ich muss ihn nochmal. Jetzt ist die Rüstung weg und das Gift sollte ihn umbringen. Darum ging's, genau. Meisterschaftspunkte werden Gasthof zugewiesen, um Heldenfähigkeiten zu verbessern. Mehr Relikte und Schätze der Idylle. Ein strahlendes, wehmütiges Funkeln. Keine Ahnung. Are you shaken? There is so much worse in store. Schmuckstücke, kaufst Accessoires von Händlern, bezahlst den Wagenmacher für die Reparatur der Kutsche. Schmuckstücke sehen in jeder Region anders aus und belegen unterschiedliche Inventarplätze, sind aber gleich viel wert. Relikte sind in diesem Land am häufigsten verwendete Währung, mit ihnen kannst du die meisten Vorräte kaufen. Relikte erhältst du prima als Beute bei Kämpfen. Meisterschaftspunkte verdienst du durch Siege im Kampf. Mit diesen Punkten kannst du deine Heldenfähigkeit verbessern, sobald du ein Gasthof erreichst. Okay, das heißt, wir sind in einem Gasthof, jetzt können wir weiter. Rest now for a time. Die Krankheiten habe ich, glaube ich, keine. Stressstricken. Verstehe ich nicht. Angst vor Tieren und anderen Kreaturen. Ich sehe schon, das sind nicht die gleichen Sachen wie vorher. Ein Plünderer, schlechte Verdauung, dass Nahrung keinen Nutzen bringt. Schwächer im Kampf, bei hohem Licht, ja, fix sogar. Bei wenigen Lebenspunkte höhere Crit-Chance, bei hoher Flammestärke. Hält bei Angriffen plus ein Stress zu 5%, weil sie friedfertig ist. Mein Gott. Gut, also. Der Gasthofladen. Beide Staub, Brandsalbe, Gegengift. Diese Sachen heilen auch alle um 5 Verbände. Entfernt, was, also Brand und natürlich Blutungs... Wohin fahren wir? Ich habe keine Ahnung. Entfernt und heilt auch Stress. Wie viele Relikte habe ich? Das sind die, von denen ich 40 habe, oder? Brandmittel plus 15 Flamme, Hoffnungsschimmer. Das klingt eigentlich auch gut, aber es muss im Kampf verwendet werden. Einige in der Wickel. Oh, weniger Flammenschwund. Bei 33 dieser Relikte. Geringe Hostie der Opferung. Plus 20% Widerstand gegen Gift, aber weniger gegen Wolfs. Minus 15% Maximalleben, aber plus 3 Geschwindigkeit. Helft dann, wenn man es alles von gegen und man kriegt weniger Kerzen am Ende, aber man wird in Summe besser. Hoffnungsschimmer, vielleicht kann man den trinken. Ja, sieht dann auch aus. Herzenssuche, mehr Kritter, weniger Heilung durch Fähigkeiten. Stand gegen Feuer. Ich habe keine Ahnung. Nach jedem Ort minus ein Stress. Also beim Windspiel klingt auch nett, aber ich hätte nicht einmal das Geld. Also die Meisterlehrerin.
Giftschlag wird stärker, diese höhere Widerstandsdurchdringung, aber viel mehr Giftschaden. Dann erhöhen wir hier den Giftschlag bei die Hacke ins Gesicht. Bei jedem eine Fähigkeit mal. Bei ihm ein Pistolenschuss. Und bei ihm das Bollwerk. Einen Punkt habe ich noch. Es wird nicht so viel besser. Vorsorge wird schon spürbar besser. Ich erhöhe bei ihm auch Zerschmettern. Was soll's? Aufladen. Also Pfad wechseln. Ich kann hier die Quest ändern. Meistert alle Fähigkeiten der Helden haben eine Verbesserungsstufe. Halte gewünscht. Verbessern kostet sich immer. Gut. Die ganze. Ja, ich verwende sie mit Bedacht, glaube ich zumindest. Den Aussätzigen, der war immer cool. Aussätzige, ja. Ich weiß es nicht. Den Abartigen gibt es nicht. Die Abomination. Meisterlehrerin. Meisterschaftspunkte. Genau, das haben wir eh gerade. Heldenpfadsystem. Okay. Gasthofladen. Begrenzte Menge an Vorräten, ja. Gasthofgegenstände verwenden. Das haben wir auch schon festgestellt. Das Gasthof ist eigentlich die Rast aus dem Vorgänger. Bei der Meisterlehrerin war ich, na, wie schaut es beim Wagenmacher aus? Gut, die Kutsche ist noch in Ordnung, aber ich will die Kutsche ausrüsten. Weil das brauche ich gerade nicht. Wir haben keine Krankheiten abbekommen. Everywhere in ruin. Everywhere in need. 100% Chance auf Kerzen der Hoffnung bei Hilfesuchenden, bei Kammern des Akademikers. Und plus 100% Ortserkundung Oase, plus 200% Oasen. Was sind. Halte die Flamme bei mindestens 40. Warte mal. Dann kaufen wir das und machen den Pfad. Our great cities burn. All that beauty and knowledge. Ash on the wind. Kann ich hier irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Statuseffekte. Das mit der Flamme gebe ich ihr. Kann ich nicht einfach so verwenden. Scheinbar nicht. Das kann auch sein, dass auf der Kutsche. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin da sehr, sehr. Stehe ich sehr im Leeren gerade. Rast die Gosse. Die Nacht Rast machen und dann die Reise fortsetzen. Ja. Regionsauswahl. Bevor du vom Gasthaus aus wieder aufbrichst, musst du auswählen, in welche Region es als nächstes gehen soll. In jeder Region gibt es unterschiedliche Feinde und Herausforderungen. Für manche ist deine Gruppe eventuell besser gerüstet. Als für andere, ich habe keine Ahnung. Ionen haben den Modifikator und ein Ziel. Der Modifikator sagt dir, welche besonderen Effekte dieses Mal aktiv sind. Ziel ist eine optionale Herausforderung, die du in Angriff nehmen kannst. Wenn du das Ziel erfolgreich abschließt, erhältst du bei deiner Ankunft im nächsten Gasthaus die angegebene Belohnung. Dann gehen wir in die Gosse. Das soll schon passieren. Also fahren, wir haben eine Kutsche.
Ach du Schande, was ist denn jetzt passiert? Helden. In der Heldenansicht ist wichtige Informationen. Ziel oder das haben wir. Die Beziehungen sieht man. Ja, davon weiß ich noch gar nichts. Genau, Ticks und Krankheiten. Trinkets, Squirts. Die Werte fahren mit der Maus über den Wert. Genau, Beziehungsansicht, die habe ich noch nicht angesehen. In diesem Reiter ist aktuelle Affinität, Beziehung der Helden. Bei vielen Affinitätselementen sind die Helden sich freundschaftlich gesinnt, bei wenigen feindselig. Bestimmt mit welcher Wahrscheinlichkeit sich im nächsten Gasthaus eine Beziehung ausprägt. Ticks sind positive oder negative, genau. Ein Plus ist selten, okay. Im Lazarett können negative Ticks behandelt, also entfernt und positive Ticks verstärkt, also gesperrt werden. Haben wir noch nicht in diesen die Kampffähigkeiten. Oh Gott, es gibt mehr. Es gibt nicht nur die, die wir haben. Also gibt es eine 6 für Kampfgegenstände. Jeder Held hat 11 Fähigkeiten, die man freischalten kann. Fähigkeiten ausrüsten. Okay, ich glaube, ich sollte mir das nochmal durchschauen. Die Karte. Oh, es ist eine Slay the Spire Karte oder sowas in der Art. Okay, wenn du eine Gruppe in einer Region besteht, eine gewisse Chance zu erkunden. Nach Wachtürmen, sie bringen alle verbleibenden Orte der Region zum Vorschein. Okay. Sogar Schutt und andere Hindernisse auf der Straße können Vorräte enthalten. Fahre mit der Kutsche darüber oder hindurch, um sie zu finden. Keine Sorge, die Kutsche hält einiges aus. Behold, the great cities of man. Ruined. Oh Gott. And aflame. Unbekannte Strecke, schreiende Besinnung. Führt Geschichte eines Helden fort. Da weiß ich nicht, was kommt. Das ist Abscheu. Sehe ich nicht. Ich will auf jeden Fall zuerst mal nach rechts. Okay, außerhalb des Tals eine Karte mit M zu sehen, ja. Streckentypen, die Streckenabschnitte unterscheiden sich sichere, gefährliche und unwegsame Strecken, sowie Strecken mit Barrikaden und Risse des Vergessens. Kundungsfähigkeiten zeigen dir zusätzlich zu den Zielorten die Streckentypen an. Das kann für eine möglichst gefahrlose Reise wichtig sein. Also ja. Unbekannt, schreiende Besinnung. Sie will zum Schreien, dann fahren wir zum Schreien. Macht sie glücklicher. Es ist ungemütlich hier. Who will face the half-remembered horrors of their past? Ja, das ist richtig. Es ist alles rundenbasiert. Schreine der Besinnung können Helden auf vergangene Ereignisse zurückblicken. So erscheinen, schließen sie neue Fähigkeiten. Jedem schreienden Helden, um dessen Geschichte fortzusetzen. Bei Erfolg wird die neue Fähigkeit freigeschalten. Dies gilt dauerhaft. Der Held wird sie auch auf zukünftigen Expeditionen immer besitzen. Okay, das ist cool. Okay, Gleichmut. Artus-Effekte. Er will, die haben unterschiedliche Suche. Horta. Das hat mindestens zwei Hageren den Todesstoß. Oh, sie will Hagere töten. Okay. Tritt das Dickicht. Okay. Das mit dem Dickicht habe ich nicht. Er will Hilfesuchenden helfen. Na gut. Und bei meinem Ehrgeiz übertrumpfe ich andere bei Übungskämpfen. Ich lasse mich nie wieder einsperren. Die Tradition führt uns zueinander oder viel mehr zum Geld des jeweils anderen. Spott und Geflüster trieben mich nur zu weiteren Lernen an. Ich mag in Dismar oder wie auch immer. Ich will ihn jetzt auswählen. Freiheit. Erstes Kapitel. Chapter 1. Freedom.
Okay, was kommt jetzt? Ein Gefängnisaufstand, eine seltene Gelegenheit zu entkommen. Scheinen alle gleich stark zu sein. Okay, jetzt kann ich das Steingeschoss nicht mehr machen. Was aber praktisch wäre, das geht aber nur hinten. Okay, ich habe hier drei Reihen. Einmal Knie ins Gesicht. Ich fühle mich nicht so, als könnte ich hier wahnsinnig viel Kombi-Token. Kombo-Token wird eine besondere Tokenart. Viele Fähigkeiten von Helden und Feinden haben Spezialeffekte, die nur ausgelöst werden, wenn das Ziel mit einem Kombo-Token belegt ist. Ist immer schädlich für sein Ziel. Es ist angreifbar für Fähigkeiten mit hohen Schaden oder störenden Effekten. Kombo-Token sollten so eingesetzt werden, wie es der Name suggeriert. Erzeuge eins mit einem Helden und nutze es dann mit einem anderen. Okay, ich habe gerade nur einen, aber ja. Cool Backstory, genau. Okay, au. Okay, die hauen mich zurück. Das heißt, ich werfe dem jetzt ein Steingeschoss auf den Kopf, damit er diesen Status hier verliert. Gut. Mega gut. Bin halt allein. Kann sich ausgehen, sehr gut. Nimm das, du Mistkerl. Luft holen. Bereit, Alarm zu schlagen, unvermeidbar. Das war wenig Schaden. Das Gefühl, dass Alarmschlagen nicht gut für mich ist. Deshalb Stein ins Gesicht. Und das Ausweichen wird da erhöht, weil ich das den Stein mache. Yes! Ausweichen ist schön, aber es gelingt gerade nicht so, wie ich mir das wünschen würde. 6 Schaden, na gut. Kombo mit Stein. Der holt wieder Luft. Kombo, okay, Knieschlag hat verursacht den Kombo. Das habe ich irgendwie noch nicht mitbekommen. Er holt jetzt, schlägt jetzt Alarm, oder wie? Muss hier weg. Also Stress, das war massiv Stress. Okay. Und Combo und Kniestoß. Nimm das, du Mistkerl. Genau. Frage ist, was kommt noch? He would be a fugitive. A hunted man. But a free one nonetheless. Nice. Schuss aus nächster Nähe, den mag ich. Den mag ich sehr. Ich mag die Kombination, den gab es im Vorgänger ja schon. Aber was nehme ich raus dafür? Pistolenschuss nicht, ne, ich vor allem erhöht. Das Ziel anvisieren, ja, das kann schon gut sein. Zielter Schuss hat halt Kombo-Token. Na, ich nehme einen gezielten Schuss für einen Schuss aus nächster Nähe raus. Ja, der boshafte Schnitt finde ich gut wegen Exekution. Ja. Zwei von drei Regionen. Wir reisen zum Hort darüber, weil das mein Highwayman will. Achso, ich muss draufbleiben. Kombo mit Stein. Ja. Das hat mir gefallen. A stranger to itself.
zu ruhig, ja, das Gefühl kenne ich. Okay, das Kutschen-Navigieren muss ich noch lernen. Da ist der Hort da. Kerze der Hoffnung. Also das ist meine Kerze der Hoffnung. Das war ich auch bescheuert. Lasthafte Laterne. Ich habe gar nicht geschaut, wie hoch meine Kerze derzeit ist. Whisky-Feldflasche. Was macht das Teil? Keine Ahnung. Gerinnungswickel. Oh. Widerstand gegen Bluten bis zum nächsten Gasthof. Eine Rauchbombe. Ich will das Ladanum zum Kaufen. Ein zweites Mal. Ich habe 48 Relikte. Ein Säckchen Laugenpulver entfernt alle Leichname. Das kann auch gut sein. Ich frage, was Whisky macht, ja? In dem Spiel war, frage ich es zumindest. Pfeifenkraut, Gasthofgegenstand, heilt Stress. Upsi, das gab's noch einmal. Jetzt habe ich was anderes dazu gekauft. Das ist ein Gasthofgegenstand. Du nimmst dir das Laudanum. Oh, das ist ein Gasthofgegenstand. Egal. Der Horter. Ein Horter bietet eine Vielzahl von Waren feil, von denen manche nur bei ihm erhältlich sind. Bin jetzt hier. Oh, ein Bosskampf ist da drüben. Ich weiß nicht, ob ich das will. Da ist eine Belohnung, ein Wachturm. Es kann schon sein, dass das Trinken ist, obwohl ich habe einen Charakter, der ja nicht trinkt. Den Bosskampf mache ich noch nicht, das ist mir zu viel. Dem verliere ich ein Rad. Ich fahre zum Wachturm wegen der Erkundung. Ja, ich fahre zum Wachturm. Weil dann habe ich keine Ahnung, was passiert. Na gut. Ah, da ist der Ausgangsbutton. Consider all variables, but do it quickly. Reliable information brings accurate insight, after all. Also gefährliche Strecken. Oh. Das wusste ich aber vorher nicht. Basierend von Gefahren fügt zur Panzerung deiner Kutsche eine Schadenspunkte zu. Wenn die Kutsche meine verbleibt, gerät die Gruppe in einen Hinterhalt und ein Kampf um eine dringende Reparatur beginnt. Und ist klar, umso mehr bin ich voll dafür, zu einem Wachturm zu reisen. Der Wachturm. Wachturm hilft dir beim meistens einen Umweg wert, vor allem den ersten Etappen. Info-Ansicht. Wenn du während der Fahrt Alt gedrückt hast, kannst du schnell den Zustand der Flamme entsprechen. Ja, das wissen wir. Flamme ist auf 74. Das ist noch nicht so übel. Schrein der Besinnung. Führt die Geschichte der Helden ist doch, hat doch absolute Priorität, oder? Verringert Abscheu da drüben. Da wäre ein Lazarett gewesen. Aber Heilung ist jetzt noch nicht so das Problem. Ich will zum Schreien. Let nothing bar your path. Fühlt sich so an, als wäre das zu dem Zeitpunkt des Spiels eine gute Wahl. A place to reflect, remember and reconcile. Oh, ich habe gerade zwei Relikte bekommen, weil ich da durchgefahren bin.
So, für wen die Geschichte jetzt? Genau, das ist meine Einstellung. Dauerhafte Freischaltungen zuerst. Bei ihr vermisse ich derzeit am ehesten Fähigkeiten. Deshalb mache ich sie, außerdem ist die Pestärztin. Ich habe sie immer geliebt. Chapter 1. The good student. Brilliant and bold, her unconventional theories created nothing short of a scandal in her fourth year. The mocking whispers and scornful glares of her peers and professors had an ironically invigorating effect upon her extracurricular experiments. The mysteries of the human body, of life and death itself, hovered just beyond her scalpel's reach. If only she could acquire a corpse of sufficient freshness. Was, das war's? Ich musste gar nichts tun für sie. Ermutigender Dunst. Na gut. Meisterschaftspunkt gewonnen. Was war das Symbol? Das ist Schwertstärke. Plus 50% Schaden auf den nächsten Angriff. Das ist halt... Finde ich gar nicht mal so gut. Stimmt, ich dachte, wenn ich denn eine frische Leiche suche, dass ich dann mehr oder weniger gegen Zombies oder Skelette oder so kämpfe. Die letzten verzweifeln, das ist gut. Helft uns, ich gründe nie Essen ab. Und einfach nur lästig, nein. Ich brauche die Flamme, minus 5 Flamme. Ich muss ihn machen. Dachte ich mir. Affinität gesunken bei ihm. Schimmelschleim, Gasthofgegenstand, Nahrung, bis zum nächsten gewendet, Gift anwendet, Tick an. Aber heilt ein bisschen. Naja. Böse verbreitet sich auf der Welt, was sich in der Abscheuleiste widerspiegelt. Abscheu macht deiner Gruppe das Leben schwer. Die Abscheu wächst, wenn du Risse des Vergessens fährst oder Bereiche mit Abscheu durchquerst. Die Abscheu lässt nach, wenn du Kämpfe an Orten gewinnst, wobei Straßenkämpfe nicht zählen. Invasoren, Horter und Schneisen des Vergessens helfen dir, die Abscheu zu reduzieren. The loathing whispers. Beziehungen. Negative Beziehung, Grundwert 33. Es ist möglich, eine negative Beziehung zu entwickeln. Neun überall. Okay. Unwegsame Strecken. Fahrt auf unwegsamen Strecken, fügt den Rädern deiner Kutsche einen Schadenspunkt zu. Wenn die Kutsche keine Schadenspunkte verbleiben, die Gruppe in einen Hinterhalt, dringende Reparatur auch dafür. Die brennende Halde. Darf ich gerade auf die Karte schauen? Es ist noch einmal eine unwegsame Strecke vor... Also nein, da bin ich. Gut, das ließ sich auch gar nicht vermeiden. Na gut, ich hatte gerade auch nicht so die Wahl. Wo ich hinreise, Flammennahrung, Vorräte bei den Hilfesuchen.
Und da ist der nächste Gasthof. Na gut, was ist die brennende Halde? Fanatiker. Karte bitte weg. Ich habe neue Fiolen für unfreiwillige Probanden. Können sie schlagen, bleibt zusammen. Steht uns im Weg und ihr werdet unsere Rache spüren. Ich habe neue Fiolen für unfreiwillige Probanden. Crazy Taxi Musik. Invasoren. Jede Region kämpft mit einer eigenen Art des Bösen, den Invasoren. An den entsprechenden Orten finden Kämpfe gegen diese Feinde statt. Meisterschaftspunkte und Schätze zur Stärkung deiner Helden erhältst du primär durch Siege gegen Invasoren. Außerdem wird die Abscheu reduziert. Der Kampf gegen das Böse ist risikoreich, doch wenn du diese Begegnungen immer meidest, wird deine Gruppe nicht für den Berg gerüstet sein. Ich meine, ja, erinnern an Darkest Dungeon Gegner, also aus dem Darkest Dungeon. Ich habe neue Fiolen für unfreiwillige Probanden. Lichtempfindlichkeit, das hat jetzt da sein müssen. Gut, wie schaut's bei euch? Die Witwe verursacht eh schon wissen, Stressschaden. Ein Verbrenner, der verursacht wohl Feuer. Der Schinder, Peitscher, die halten alle nicht wahnsinnig viel aus. Aber sie macht gerade wenig Schaden, deshalb will ich Giftschaden machen. Genau. Das Blendgas gegen die zwei hinteren klingt für mich wahnsinnig sinnvoll. Okay, sie hat widerstanden, aber er... Okay, er hat den verbessert, den Heini. Ausgewichen. Warum? Haste and carelessness. Und wieder nicht getroffen. All marks of the unprepared. Das war wenig Schaden bis jetzt. Ja, zum einsamen Berg fahre ich. Das habe ich mir schon gedacht. Er weicht aus. Und verprügelt ihn einmal. Er ist benommen. Kann sich nicht bewegen gerade. Ach Gott. Verbrennen und bluten. Unangenehm. Der da hinten steigert und heilt auch. Ach Gott. Schlimmes mit Laudanum. Ist er auf 50% oder drunter gerade so nicht. Das wird auch was bringen. Die Vorsorge hätte es vielleicht gebracht. Lohnt sie sich noch? Oder wäre der Giftschlag mich besser? Das Blendgas kann ich gerade nicht anwenden. Und er sollte jetzt weg sein. Schade um den Halbierten, aber es war der einzig sinnvolle Gegner, den ich angegriffen habe. Die Haut wird schwarz, ja, das, ich kann gerade nichts dagegen tun. Kampfvorteil, Feuerschinden. Ich verwende mal auf Philodanum. Achso, ja stimmt, die Gegenstände sind da zusätzlich, das hatte ich schon wieder vergessen.
Achso, in Absinth kann sie nur auf sich anwenden. Dann verwende ich jetzt bei ihr mal den Hoffnungsschimmer. Leiche wegmachen. Die nimmt 2 Schaden. Das könnte reichen, dass sie stirbt dann. Ja. Oh, Leichname bleiben, auch wenn sie durch Gift sterben. Gut, das ist anders als beim Alten. Wer mindestens 5 Stress hat, ist niemand mehr. Okay. Ich verteidige ihn jetzt für alle Fälle. Ach Gott, der nimmt viel Schaden. Was tust du, voll Heim? So, wo bleibt meine Pestärztin bitte? Er stirbt noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Extinguished at last. A lesson taught is a lesson learned. Neben ihren Lebenspunkt spielt für Helden auch Stress eine Rolle. Es beginnt die Reise mit 0, doch durch verschiedene Spielereignisse steigt der Stress. Stress kann unter anderem mit Hilfe von Kampf- und Gasthofgegenständen oder Heldenfertigkeit verringert werden. Bei steigendem Stress werden Helden hitzköpfiger und neigen eher zu negativer Affinität gegenüber anderen. Sorge für möglichst niedrigen Stress bei deinen Helden, damit eine Gruppe Harmonie in deiner Gruppe Harmonie herrscht. Stress kann unter anderem mit Kampfgegenständen wie Laudanum, Gasthofgegenständen und Kampffertigkeiten behandelt werden. Wenn sich der Stresslevel eines Helden ganz fühlt, erleidet dies einen Nervenzusammenbruch. Die Affinität des Helden zu anderen verschlechtert sich und seine Lebenspunkte sinken auf einen sehr niedrigen Wert. Nervenzusammenbruch zum falschen Zeitpunkt kann eine Expedition zum Scheitern verurteilen. Das überrascht mich jetzt gar nicht. So, das nehmen wir alles. Ja. Die Abscheu ist gesunken. Ich habe ein Heldenziel abgeschlossen. Wo stand denn das? Da. 2 Hageren, einen Todesstoß. Einen Horter und einmal Hilfesuchende brauche ich noch. Ah, das steht hier nochmal aufgelistet. Schön. Verkohlte Bücher sind hier die Währung. Na dann. Davon haben wir doch so viele gefunden. Sicher die Ruhe vor dem Sturm. Bollwerk des Vergessens. Ist nett hier. Igitt, das ist jetzt wirklich aus dem Darkest Dungeon. Die alle gestärkt. Weniger Schaden beim nächsten Treffer. 20,8. Die haben auch echt viele Leben. Schutz vor Todesstoß. Zum depperten Ausweichen-Ding. Fürchtet, aber ja. Warum verfehlt? Das ist nicht das, was ich gerade brauche. Blutritual, na wunderbar. Widerstanden, das ist gut. Oh Mann. Total Party Kill, ja, das kann passieren. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist es ja auch beabsichtigt an dieser Stelle.
Aber sie kommt nachher noch dran, das ist gut. Dann, ach so. Verliert die nächste Aktion, das ist gut. Du verwendest Gefechtsmedizin auf ihn, das ist wichtig gerade. Dass die nur dreimal in einen Kampf anwendet, das ist fies. Regeneration. What the fuck? 6 Heilung für 3 Züge. Könnte man dieses Vieh bitte einfach umbringen? Ich treffe es aber nicht von hier mit ihm. Beweg dich zurück, dieses Vieh ist sicher schwächer fallen. Bluten. Aber sie ist nicht so tragisch, wenn sie angegriffen wird. Und er heilt schon. Da fehlt es gut. Und ausgewichen. Yes! Schön. Die Stressreduktion ist auch schön in dem Zusammenhang. Ich muss das noch mal machen, sonst stirbt er mir wirklich weg. Knochen weben. Au! Ekelhaft, vor allem das Gift für die so lange Zeit ist besonders widerlich. Ja, mach einen Crit beim nächsten. Die trifft jetzt nicht vernünftig beim nächsten Mal. Kann man dieses Vieh jetzt bitte töten? Komm schon, getäubt. Ich habe dieses Vieh schon viel zu oft auf den Lebenspunkt runtergebracht. Ich hätte die Vorsorge am Anfang verwenden sollen. Hold fast, for who knows what lurks in the beyond. Ach, jetzt greift der Schwächer an, na endlich! Stirbt irgendwas hier. Fünf Züge, 7. Also ja, es schaut gerade nicht gut aus alles. Sehr gut. Ach, verdammt. Ich habe das Gefühl, dass das Mistvieh das Unangenehmste hier ist, ja. Der nächste Treffer könnte tödlich sein. Das ist mir bewusst. Aber ja. Und ich habe so gut wie keine Heilung mehr. Wir stehen die ganze Zeit. So. Verdammt. Das ging jetzt schneller als gedacht. The battlefield has claimed its due. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich will ins nächste Gasthaus noch kommen. Gott, den darf ich jetzt nicht anvisieren.
so kann ich ihn anvisieren. Das ist so wie im Vorgänger. Na dann. Heilt er den hoch? Er hat noch wie viel Leben jetzt? 5, er nimmt 6 Schaden. Gegner, sie sterben auch noch. Ein Held an der Schwelle des Todes erhält etwas Gesundheit wieder, wenn du bei seinem Zug passt. Okay, das wusste ich nicht. Verdammt. Gut zu wissen. Hätte ich wohl früher lesen sollen. Tote Helden bleiben für die Dauer dieser Reise tot, stehen bei der nächsten wieder zur Verfügung. Kultisten entspringen dem Bösen. Ja. Giftschlag gehen nur nach vorne. Dann einmal Blendgas bitte. Zumindest 50% weniger Trefferwahrscheinlichkeit. Geschlossenheit vom Auto. Nerven zusammen. Schön. Bring einen Helden zum Nerven zusammen. Das war gerade ein Achievement. In death, we are all prisoners here. Ja. Flamme, Meisterschaft. Ich nehme alles. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das quasi geplant ist, dass man beim dem Gegner so drauf geht. So, wir sind im Gasthof. Rest now for a time. Ja, ich bekomme einen Haufen Kerzen dafür, dass ich die hergebracht habe. Ich drehe immer jeden Stein um. Metzgerschmaus heißt die, das Gasthaus. Gut. Ich glaube, die Punkte behalte ich ja nicht fürs nächste Mal, oder? Ich meine, was soll ich mit zwei Leuten noch ausrichten? Widerstand gegen Bluten, warum nicht? Widerstand gegen Feuer. Zugbeginn. Wenn ich brenne, dann kriege ich bloß einen Stress. Ja. Ja, das Essen ist eher riskant. Ihr Stress ist jetzt auch auf 1, also es lohnt sich die Gasthofgegenstände gerade eigentlich nicht. Ah, die trinken miteinander, da geht es ihnen besser zusammen. Ich verstehe. Dann erhöhen wir die zweimal. Weil wir es haben. Zwei sind jetzt super ausgerüstet.
5 Fähigkeiten eines Heldenmeisters. Dann habe ich ein Achievement bekommen. Juhu! Ich kann keine neuen anheuern. Erst bei der nächsten Affinitätssystem. Wenn du eine Expedition überleben willst, musst du beachten, wie gut die Helden miteinander auskommen. Eine harmonische Gruppe kann viel erreichen. Eine Gruppe, in der Zwist, Neid und Hass vorherrschen, wird die enormen Hindernisse nicht bewältigen können. Jedes Heldenpaar hat einen Affinitätswert, der beschreibt, wie freundschaftlich oder feindselig beide sich gesinnt sind. Ob sich zwischen den beiden im nächsten Gasthof eine Beziehung ausbricht, hängt von diesem Wert ab. Ja gut, haben wir schon angeschaut. Die Affinität kann sich aus verschiedenen Gründen ändern. Im Kampf führen manche Handlungen zu einer Affinitätsveränderung zwischen zwei Helden. Dies wird mit einem Symbol über den Helden angezeigt. Okay, im Kampf meistens auch. Genau, und Gasthof-Gegenstände haben wir eh festgestellt. Planning and mindfulness, as vital to survival as sharpened steel. Kutsche reparieren. Achso, plus 15% Schaden im Dickicht. Ich habe darauf nicht geachtet. In ruin. Everywhere. In need. Mud and rain. Resignation and death. Sie muss ja ins Dickicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Feindselig. Tritt das Dickicht. Mehr ist nicht notwendig, na dann. Aufbrechen. Das sollen zwei Helden nicht erreichen. Zwei Heldinnen in dem Fall. Sind ihre Männer losgeworden. Deshalb sind sie hier rausgefallen. War. Rewards only. Resignation. Alles unbekannt. Nicht so schön. Schneise des Vergessens. Ja, das ist ein Kampf allerdings. Ein Hort, das ist ein Bosskampf, also da nach rechts sollte ich nicht. Das heißt, ich werde jetzt nach links reisen. Weil die Mitte bringt gleich einen Kampf. Ich reise nach links, vielleicht bringt es noch was. Frauenpower, genau. The loathing whispers. Risse das Vergessen. Die Fahrt durch Risse das Vergessen erhöht die Abschau um einen Punkt. Heldenziel abgeschlossen. Genau, das war mein Plan noch. Das ist noch gut. Ich habe noch ein Heldenziel mitgenommen. Das finde ich großartig. Dann habe ich eine Wahl. Kreaturenhöhlen. In allen verderbten Regionen halten sich in Höhlen wilde Bestien auf. Diese Kreaturen sind furchtsame Gegner, aber seltene Teile von ihnen bringen in Gasthofläden attraktive Belohnungen ein, da die Läden verzweifelt nach Delikatessen und Schicksalszutaten suchen. Niederliches Loch im Boden. Was für eine Torheit. Schauen Sie, Flamme zurück. Ist bei beiden nicht so cool, aber egal. Ja, Affinität hat sich aber erhöht. Ah, die kennen wir zum Teil. Schön, dass sie gleich wegen der Flamme schlecht drauf ist. Er hat ein Ausweichding gemacht. Dann haben wir dem mal eine Hacke ins Gesicht. Das soll schon sein. Ja, darüber hinaus sind die natürlich giftresistent. Aber ich habe auch Durchdringung. Hier bluten. Aber der hat Widerstand. Naja. Ich rechne nicht damit, dass wir lang überleben. Den Kampf mit viel Glück noch, aber dann. Ja, sie haben die Fesseln des Patriarchats abgestreift. Wunderschön von ihnen. Sehr schön. Na, so geht's doch. Lass mich in Ruhe. Das wäre mir klar. 50% Ausweichen sind ganz gut. Widerliches Mistvieh, du hast deinen Kameraden gefressen und bist deshalb besser geworden. Wir haben auch 40 Giftwiderstand. Alles klar. Die Viecher hier in dem Gebiet im Dickicht haben mehr Giftwiderstand. Yes!
und zum Bluten gebracht. This is no time to falter. Die Reihe von zusätzlicher Macht erfüllt. Hat ihm nichts gebracht. Weihung. Je näher du dem Berg kommst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Feinde Begegnungen geweiht sind. Weihung verleiht dem Feind zusätzliche Stärke. Die genauen Effekte der Weihung hängen von der Beichte ab, die du ablegen willst. Ersetzen von Helden. Wenn Helden gestorben sind und du zusätzliche Klassen in deinem Profil freigeschaltet hast, erwarten dich im nächsten Gasthof Ersatzhelden als Verstärkung. Diese Ersatzhelden kannst du auswählen, indem du im Gasthof den leeren Stuhl auswählst. Neu dazugestoßene Helden haben keine gemeisterten Fähigkeiten. Jede freigeschaltete Klasse kann nur einmal pro Expedition als Ersatz dienen. Wenn genug Helden sterben oder du nicht mehr freigeschaltet hast, kannst du deine Gruppe möglicherweise nicht vervollständigen. Ah, da haben wir es. Wenn ein Held stirbt, kannst du Überreste als zustellbaren Gegner zum nächsten Gasthof mitbringen. Zuerst du das erbrachte Opfer und erhältst dafür Kerzen der Hoffnung und Meisterschaft. Nur im Tal gibt es keine Meisterschaft. Okay. Ja, das war leider recht wahrscheinlich. Fehlt, das ist gut. Das ist weniger gut. Yes. Die Animationen sind cool. Blind ist er auch. Das ist ernsthaft. Ich dachte, du bist blind. Kommen wir uns in Obsint rein. Da fuck, der frisst dauernd seine Kameraden. Komm, triff. Das war nicht genug. Diese blöde Rüstung. Gut ausgewichen. Aber ja, ich habe auch die gute Ausweichchance wegen Absinth. Rechtsmedizin kann ich nicht mehr anwenden, weil ich zu wenig Leute habe. Yes! Überlebe ich den Kampf womöglich noch, aber schauen wir mal. Igitt. Trotz 75% Chance auszuweichen. Nicht ausgewiesen. Von Blut wenigstens. Ich hasse diesen Typen. Sie braucht den Absinth nochmal. Now climb. Auch das Sprichwort habe ich zwar noch nicht gehört, aber es ist sehr nachvollziehbar. Komm, blute. Ach Mist. Aber das Bluten macht mehr Schaden als alles andere. Sehr gut. Wenigstens das Ausweichen funktioniert. Dann hacke ins Gesicht und die Rüstung wegschlagen. Das war gut. Ja, die Mädels sind wirklich stark. Das hat mir niemand gesagt. Fuck. Okay, das überlebe ich jetzt nicht mehr. Mistimed, misdirected. Bafflement and vexation. Das war's aber sowas von. Sie ist auch vergiftet und ich kann sie nicht hochheilen dafür. Das war's. Let us hope they find peace. Tarantismus hat sie jetzt bekommen. Was ist das? Vor allem, wo sehe ich kriegen Bild fertig? Ja, das hatten wir, aber wo sind Krankheiten? Da! Zug beginnen, vorwärts 1 oder zurück 1 oder ausweichen. Also ausweichen wäre ja ganz nett. Sie blutet sogar, aber sie stirbt nicht mehr. Ich kann mich auch nur noch durch Pausieren heilen, das bringt nichts. Ich lächle und sehr froh, es könnte schlimmer kommen. Es kam schlimmer.
Genau, beißt den Grabstein. Nothing can survive such a wholesale organic failure. Tal abgeschlossen, Akademiker Horror. The next road just a little easier. 38 Kerzen. Ich spende nicht. Bessere Belohnung fürs Reichen entfernter Regionen. Ein paar so gefundene Kerzen und Heldenziele. Fallene Helden geehrt auch. Das ist 38 Kerzen, klingt noch viel. Ich weiß es nicht, aber ich finde, wenn ich den, beim ersten habe ich 4 bekommen. Ich hoffe, dass ich jetzt Helden freischalten kann. Das ist scheinbar wichtig. Einen Run mache ich noch. Dann höre ich wieder auf. Es ist cool. Also bis jetzt finde ich es sehr cool, aber es ist eine ganz andere Art von Spiel als das erste Darkest Dungeon. Die Memorablen. Das sind die Items, die ich gerade hatte, oder? Oder die ich einmal hatte, um mich daran zu erinnern. Das steht hier. Alle Gegenstände, die du freigeschaltet oder gefunden hast, werden hier angezeigt. Du kannst sie einsehen, um Strategien zu planen. Dieses Ding ist cool. Mehr Widerstand gegen Bluten permanent ist einfach fix gut. Felder der Arbeit, da hatten wir. Stahlpanzerung. Plus 2 maximal. Okay, das ist eine coole Rutschenausrüstung. Stab der Lebenden. Look to those who have known fear and failure in ample portion. Bounty Hunter. Okay. Widerstand gegen Todesstoß kriegen die. Finsterer Blick. Okay. Schaltet Barbarin frei. Hier vielleicht hätte es einen Kopfgeldjäger gegeben. Aller Anfang ist tödlich, ja. Hoher Schaden, Bluten, Blutrausch. Ewige Position. Jester. Da ist er, der Aussätzige. Okkultist, Ausreißerin, das ist neu. Flagellant ist wieder da. Stalin. Okay, das war's jetzt. Ich habe schon. Jetzt ist Küste der Kühnen. Study the winding roads and routes of our kingdom. Find any advantage. Beweis der Wolfswelpe. Haustier. 5% Luxusgegenstand. Wie viele Kerzen habe ich jetzt noch? Mehr Inventarplätze, Reichtum, also Ankunft am Gasthof plus 12. Unbeständige Flammen können jetzt im Gasthof im Tal gefunden und der Kutsche montiert werden. Noch 10 zum Verbessern, das ist zu viel. Kutschendesign verschmutzt. Das war der zeitlose Wald. Okay, steht da, hier kannst du die Fähigkeiten freistellen, den Helden Erinnerungen zu schenken. Der Held behält die Erinnerung, solange er bei der Expedition Erfolg hat oder wenn du eine Expedition in einem Gasthof aufgibst. Im Fall kann er bei der nächsten Expedition wieder eingesetzt werden und behält seine Ticks. Den Pfad kannst du beibehalten oder ändern. Immer wenn ein Held bei einer neuen Beichte siegt, kann eine weitere Erinnerung in ihn investiert werden, bis du maximal 5 Erinnerungen gleichzeitig hast. Gefallene Helden, Helden gescheiterter Expeditionen oder Helden von Expeditionen, die verschiedenen inzwischen Gastum aufgegeben wurden, verlieren ihre Erinnerungen. Okay, Helden freischalten und Boni kaufen, die bei deiner jetzigen Reise und bei zukünftigen Expeditionen helfen werden. Aus ihrer Kutschen ist ein und höllische Flammen freischalten. Er ist der Aussätzige, ja. Okay. Da habe ich jetzt da mehr freigeschaltet, nämlich die Stahlpanzerung. Ja, klar. Look to those who have known fear. Ja, in Aussätzigen habe ich jetzt nicht freigeschalten, weil ich zu spät gesehen habe, dass mir was fehlt. Das tut mir ein bisschen leid, aber es ist, wie es ist.
Keine Ahnung. Makelloser Krüder. In the science of survival. Wunderbares Accessoire. Gerinnungspulver. Will help us diagnose the world's affliction and overcome it. A drop of sanity. Rüstungsreparaturset. In a sea of madness. To recall a thing is to make it real once more. Einmal nach die Gosse. Plus 15%. Okay. Every twinkling recollection is another implement at our disposal. Hearts and minds will carry the day. Die Vestalin, ja, ist allgemein, glaube ich, gut. Rundenbeginn zu 15% Erhalt bei Verfehlen. Ach Gott, hier kann ich aus irgendeinem Grund nicht auf meine Sachen zugreifen. Wie auch immer, ich muss sie bekommen. Dann brechen wir auf. As fleeting as a dying star. Gut. Die Frage ist, wie stellen wir uns jetzt das Team zusammen? Schließe deine Beichte ab. Ich leugne alles. Interminable faculty socials became something of a delight. Knowing we'd abscond to a quiet table and lose ourselves in riveting discussion and passionate debate. In der Frieden so eine Bestie vor die Kutsche zu schnallen. Gut. Heldenpfade. Für jede Heldenklasse gibt es mehrere mögliche Pfade, also Spezialisierungen. Die Stärken und Schwächen der Pfade sind sehr unterschiedlich und wirken sich darauf aus, wie du den Helden einsetzt. Pfade werden am Altar der Hoffnung freigeschaltet. Sie können dann an der Wegkreuzung zugewiesen werden. Wenn du eine Gruppe zusammenstellst, gegen eine Gebühr kannst du auch bei der Meisterlehrerin den Gastprüfen auswählen. Hand des Lichts. Erleuchtung, Richtspruch. Göttliche Gnade. Heilt um 25%, aber der Typ, der geheilt wird, muss schlecht benannt sein. Beide Seelenstärke. Heilung der Seelenstärke. Zugbeginn 50 oder ausweichen, nicht mit anderen Weihungen stapelbar. Und diese komischen Kreuze hier. So, ermächtigt bestimmte Fähigkeiten. Ich nehme sie mal mit. A sister of battle. Repudiated, but unbowed. Was kann er so? Messerscharfer Verstand. Springt nach vorne. Fürst der Schatten. Lernt zurück. Und blendet den Gegner. Okay. Aufschneiden, das kennen wir. Einfach bluten lassen. Stärkende Melodie erfordert mindestens 5 Stress beim Ziel und minus 2 Stress. Die Kampfballade, vorwärts um 1. Ja, ich mag ihn, ich will ihn haben. Eine murderous melody lingers, long after the final chord has been struck. Iron Swan, das kenne ich auch noch. Barisches Gebrüll. Selbst produzieren verschiedene Dinge. Ja, barbarisches Gebrüll macht böse Dinge an einem selbst. Schwächt aber den Gegner und man sieht Leute wieder. Karlach, so ähnlich. Sie ist einfach eine coole Socke.
Das ist für Bleeds, aber von Position 2 ist das hier nur, okay, und die direkte Konfrontation. Also springt dann nach vorne, aber sie ist, der Iron Zone geht natürlich nur ganz vorne. Beneath Bloodlust and Fury. Ich glaube, ich mag das. And shame. Weltsanitäter. Blutet. Habe ich denn Items? Aber ja. Es sieht ja schon besser aus, oder? Dann fangen wir mal im Tal an. Ich krieg ja die Items schon, genau. Was hab ich denn da? Ist das der Spot? Feinde müssen, wenn möglich, dieses Ziel angreifen. Okay, erhalt bei Treffer oder zweimal. Ich versuch's mal. Das Maß könnte dabei drauf gehen. Stahlpanzerung habe ich. Umhang der Umsicht. Erhalt beim Verfehlen, das ist verwundbar. Mehr Schaden durch Treffer. Das gebe ich ihr. Weil ja, was soll schon passieren? Kampfgegenstand, Gerinnungspulver. Das gebe ich ihr auch mal. Und das nimmt er mal. Rüstungsreparaturset. Gut. Na gut. Ja, die Karlach spiele ich übrigens. Bei unserem. In meiner Baldur's Gate Gruppe. You can feel it. A change in the air. Oh, ich könnte in das Spiel rein kippen. Ah, eine Sache, die ich noch nicht angesehen habe. Beziehungen sollten noch so sein. Ersetze Plünderern den Todesstoß. Suche ein Lazarett. Erkunde eine Region mit einem Wachturm. Besuche Hilfesuchende. 5 bis 8 Schaden. Iron Storm auf jeden Fall. Ich will wieder hinten loswerden. Ist der Schatten lässt mich vorspringen, oder? Nein, zurück. Die Animationen sind schon cool. Ich mag das. Wie schaut es bei euch blutenmäßig aus? Du blutest leichter, dann lass ich dich bluten, bitte. Okay, du blutest nicht. Ich dachte, es reicht. Mächtig bestimmte Fähigkeiten. Hand des Lichts war von vorne. Göttliche Gnade muss geheilt werden. Während der Seelenstärke. Okay, ja, das war das. Ah! Okay, die Sachen werden stärker. Sollte in dem Fall egal sein. Das ist cool. Ja, genau, Grauen. Das ist genau das, was ich nicht brauchte. Ich muss sie langsam umbringen. Ich habe wenig, das nach ganz hinten geht. Hier sind entfernt ausweichen. Sie ist die Killerin gerade. Das sind ja Blinden. Das ist gut. Die Post hinzufügen. Flugzeug schnitzen ist unangenehm. Ich habe den Schuss aus nächster Nähe nicht ausgerüstet. Der hat ihn noch. Das ist schön. Nolan Bade, Karlach, Shadowheart und Will.
Okay. Alles klar, das ist nicht so unähnlich. Wir haben Shadowheart, Karlach, Gale haben wir gelegentlich. Derzeit hatten wir eben... Ich hab sie vorher genannt, mir ist es nicht eingefallen, wegen der Quest. Und wen haben wir noch? Und den Vampir, den, das, mir fallen gerade die ganzen Namen nicht ein. All heroes are human. Okay, das ist gut. What can we learn upon closer inspection? Das geht hier gar nicht. Muss ich auf mich selbst machen. Dann Schnitz. Genau, jetzt müssen sie mich angreifen. Muss er mich angreifen, wodurch ich zurückschlage. Genau deshalb habe ich es hier für ihn. Achso, das geht erst ab 5 Stress. Genau, das war's. Macht jetzt, okay, das ist eine Kombo-Fähigkeit, das ist auch gut zu wissen. Bleiben wir es jetzt übrigens los. Okay, den Schaden musste ich quasi nehmen. Eine Kombo-Fähigkeit, das war stark. Und Volo. Asterion, genau, und der Sale. Den Hund habe ich auch, den flauschle ich jedes Mal, wenn wir ins Lager kommen. Exekution! Hätte ich eigentlich warten nicht sollen, dass sie noch heilen. Achso, nein, dafür ist er nicht schwach. Plus 5 Meisterschaftspunkte. Nice. Oder bekriege ich das einfach immer hier? Are you shaken? There is so much worse in store. Ja. Jedes Mal hier am Anfang. There is so much worse. Ja, ja. Wissen wir. The place is a little worse for wear. But familiar nonetheless. Die strahlende Flamme erwartet dich jedes Mal im Gasthaus im Tal. Sie ist eine große Hilfe. Flamme gewährt dir zahlreiche Boni, die sich dem Sieg einen Schritt näher bringen und wird mit jeder gescheiterten Expedition in Folge stärker. Strahlende Flamme kostet dich ein paar Kerzen, wenn die Punkte für deine Expedition berechnet werden. Flamme kommt auf den Flammenplatz an der Kutsche. Die mag ich noch nicht. Oh, das kriegt er. Experience, however painful. Was wollen wir denn? Eigentlich will ich ihre Standard-Nahkampf-Attacke besser machen. 10 bis 13 und höherer Crit. In Fechtschritt, weil ich ihn darauf aufbaue. Oh, minus 3 und entfernt Horror, das ist gut. Kampfballade ist auch ganz gut. Abschneiden, das ist das. Oh, schwächt den Gegner spürbar. Fürst der Schatten, das bringt doch dieses Combo-Ding und messerscharfer Verstand. Führt dazu, dass man ausweichen kann, aber ich glaube, dass ich das gerade am meisten mag. Also hier bei ihr, was macht das? Heilung 5 und Heilung 30, ändert nicht viel.
Gewährt im hellen Position zu Beginn. Also die bessere Variante. Na gut. Göttliche Gabe wird natürlich. Ich habe den Richtspruch gerade quasi dauernd verwendet. Ich steigern wir den bei ihr. Und einen Punkt habe ich ja noch. Den Iron Zorn, weil der ist lustig. Gut. Fragen. Each improvement, a new variable in the wohin geht's gerade? Dickicht oder Gosse? Choose your path and ride out unbowed. Dann gehen wir nochmal in die Gosse. Sind das Osku Kutschenausrüstung? Gürtel des Grobians. Ja, wir gehen in die Gosse, weil wir das Item dafür haben. Man kann dem Ball, Hund einen Ball hinwerfen, das klingt großartig. All that beauty and knowledge. Ash on the wind. Ja, ich war im Shop nicht. Das war vielleicht dumm. Egal. Alles habe ich mal angeschaut, aber den Shop nicht. 15% mehr Schaden in Kämpfen zu machen, klingt eigentlich wirklich stark. The great cities of man. Ruined and aflame. Genau. Die Sondersachen. Was so wollten die jetzt? Hilfesuchende, Plünderer töten, Lazarett und Wachturm. Also, der Horte ist nicht so irrelevant. Er ist minus 1 Panzerung. Da wäre ein Lazarett aber dann. Invasoren. Ja, wir gehen zuerst hierher und dann zum Lazarett. Auch wenn das eine Route ist, die unsere Kutsche beschädigt. Die brennende Halde. Lassen wir was als Ablenkung zurück, wir können es verkraften. Acht Blut vergeben ist die schönste Muße. Wenn wir schnell sind, können wir uns ärgern. Minus 2. Das war mir zu knapp. Ach so, bei sie hat den Kampf verhindert. Oh Gott, das muss ich auch erst verstehen. Charakterziel habe ich gerade gesehen, deshalb gehen wir jetzt zum Lazarett. Dann kriegt nämlich unser Chester ein Charakterziel. Heilung brauchen wir zwar gerade keine, aber ich habe das Lazarett doch noch nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, der Run wird nicht gut. Das finde ich schade, weil ich dann aufhören muss. Genau, er hat jetzt sein Charakterziel erfüllt. Therapien. Ah! Das 16 kosten, das loszuwerden. Aber ich ist natürlich unangenehm, warte. Sehschwäche, Fernkampffähigkeiten sind geschwächt, sie hat nicht viel davon. Fanatikerphobie. Er zittert vor den Verheeren der Gosse. Keine Machenschaften fasziniert. Schatten berührt. Sperren, entfernen. Ich will diese Phobie loswerden. We need not be defined by our shortcomings. Habe ich davon noch? Naja, den Rest hebe ich mir mal auf. Eine Apotheke. Heil um 50%, ein Flickset. Fürs Gasthaus. Hm.
wunderbares Accessoire gegen Hitze. Medizinische Kutschenausrüstung für Heilung unterwegs. Ich werde das Flickset nehmen. Laudanum. Gut. Lazarett bietet dir einige Möglichkeiten, Krankheiten zu heilen, negative Ticks zu entfernen oder positive Ticks zu verstärken, also zu sperren. Pro Held kann immer nur ein Tick verstärkt werden, also wähle mit Bedacht. Im Lazarett werden auch einige Heilgegenstände verkauft. Genau, Heldenziel abgeschlossen. Ihm gebe ich das Laudanum, weil er ist sowieso zuständig dafür, die Leute ruhig zu halten. Gut, Heldenziel abgeschlossen. Perhaps you are finding your courage at last. Okay. Hier sind wir jetzt. Okay, wieder ein Kampf. Potenziell Zeit, Blut zu vergießen. Ach, Blut vergießen. Endlich wieder Blut vergießen. Die sind sich einig. Der sieht unangenehm aus. Grubenkämpfer, Fanatiker, Fanatiker, Fanatiker. Was war... Wollte bitte nicht irgendwer... Nein, Plünderer. Na gut. Ach Mist, ich habe seine Fähigkeiten nicht getauscht. Das müssen wir umbringen. Den Kleinen da hinten vor allem. Wie viel Blitz? Er sollte eigentlich jetzt sterben. Beschleuniger, unangenehm. Kann das Ausweichen von ihm zumindest loswerden. Er stirbt ja. Kann, hier könnte ich aber auch die hinterste Reihe angreifen. Umbringen werde ich ihn nicht. Ich mach mal hier Erleuchtung. Au. Genau, das war zu erwarten und das ist auch gut so. Na, das, er hat keine Kombination. Yes, das war durch die Kombi verursacht. Ja, du brennst jetzt ein bisschen. Aber nur ein Punkt jeweils. Blutest du? Recht wahrscheinlich. A miscalculation, perhaps. Warum genau zündest du dauernd meinen Chester an? Das war das Falsche, ich wollte ihn ja heilen. Yes, so gefällt mir das. Oh, sehr schön, und der hat jetzt... Das hier, da, genau. Ja, das passt so. Genau, er hat jetzt den Spott aktiviert. Er hat Ausweichen drin. Schlitz ihn auf, dass er mehr Schaden nimmt. Nimmt mehr Schaden und Ziel von Fähigkeiten. Das heißt, Bedienung nicht erfüllt. Welche Bedienung ist nicht erfüllt, dass sie das einsetzen kann?
Also mindestens weniger als 25% muss das Ziel haben. Das hat er noch nicht. Ist ja schon wenig. Ich hab zwei davon. Doppelschaden. Wow. Es kam zurück. Also, eines ist ein Riesenunterschied zum Vorgänger ist, wenn ich einen Kampf beenden kann, dann verschwinden die Verbrennungen, die Blutungen und alles. Mit anderen Worten, lohnt sich Heilung dann nicht mehr. Was? Schließe diese Region ohne Ausrüstung an der Kutsche ab? Das habe ich übersehen. Dann kriege ich das nicht. Ich habe eine Ausrüstung an die Kutsche geschnallt. Ich will zum Wachturm, weil Heldenziel. Auch wenn ich hier zu einem Kampf hier komme. So, eiserner Schwan, Feuerschlund, Plünderer. Also das mit den Kombos muss ich echt noch lernen. Jetzt sollte er heilbar sein. Jetzt überhaupt. Aber er hat dem Feuer zumindest widerstanden. Reicht aus. Jetzt Kombo-Opfer und ja. Er kann Kombos zwar initiieren, aber nutzt sie relativ wenig. Sollte ihn umbringen. Setzt vor dem Zug die Heilsalbe ein. Das ist schön. Einfach mal draufschlagen. Sehr schön. Einer ist Geschichte. Er hat jetzt für Post und Beschützung. Ich kann beliebige Leute damit heilen. Nur ihn selbst nicht. This road cannot be walked alone. Der zurückschlägt, ist unangenehm. Äußerst unangenehm. Und Riposte kann ich ihn ja trotzdem treffen. Unangenehm. Und sie kann gerade nicht heilen. Oh Mist, das Gerinnungspulver hat das nicht geheilt. Habe ich falsch verstanden. Verursacht jetzt 50% mehr Schaden, aber er hat halt das Ausweichen auch aktiv. Aber. Yes. The work continues. Ui. Sieht ganz danach aus. Ich hab ihn allerdings auch bezüglich Ausrüstung auf Risiko getrimmt. Das werde ich jetzt ändern.
Ich werde ihm das Item wegnehmen. Und werde es... Ich glaube, jetzt mal ihm geben. Genau. Außerdem will ich bei ihm die zwei tauschen. Der Wachturm. Damit habe ich auch ein weiteres Heldenziel abgeschlossen. An elementary problem, is it not? Hilfesuchende, da sind Kämpfe, da sind Invasoren. Ich gehe jetzt mal zu den Hilfesuchenden. Let us temper this world's cruelty. Just a little. The loathing whispers. Genau, sein Heldenziel ist abgeschlossen. These folk have kept their honor. Have you? Man hört unseren Reichtum an. Wir können Beute erübrigen. Jetzt seine Glückmünze. Jetzt gehört sie euch. Was kriege ich da? Kampfgegenstände und Flamme. Gasthofgegenstände. Ich würde ihnen Mut schenken, uns helfen zu können. Flamme und Gasthofgegenstände. Allerdings verliere ich jeweils Relikte. Bärenfalle. Das ist auch Dings und Brandsalbe. Gut, dann rüsten wir das gleich aus, falls irgendwer noch Platz hat. All that matters is the flickering torch you bear. Man darf nicht vergessen, diese Kampfgegenstände, ich gebe jetzt das da, sind verwendbar zusätzlich. Diese Massfähigkeiten habe ich getauscht, wenn du das meinst. Chaos must be met with unwavering resolve. Geschützt durch stachelige Barrikade. Ziert kann sich nicht bewegen oder bewegt werden. Wir haben viele Leben. Verhältnismäßig. Au! Na, die 20. Er leidet schon wieder. Ja, das Geräusch ist das gleiche, finde ich. Finde ich schön. Finde ich schön. Das Ding brennt doch sicher gut. Natürlich brennt es gut, aber es verursacht ja kein Brennen, wenn ich nur eins habe. Dummerweise. Das war weniger Schaden, als ich gehofft habe. Sie können jetzt mit Combo draufhauen. Er ist beschützt, das bringt dementsprechend nichts. Wir
die Brandsalbe. So, hau drauf, vernichte das Teil. Sehr gut. Ja, die Weihung der Seelenstärke verhindert ist. Die Bärenfalle verursacht Blutung. Bei Bewegung entfernt das E. Wem gebe ich das? Wer wird eher angegriffen gerade? Ja, 12, sie 15. Gebe ich sie. Und das Laudanum nutze ich gerade nicht. Habe ich mal erblinden lassen. Oh, das war viel Schaden. 14 Blutung. Wem habe ich eigentlich das die Blutungspulver? Ich habe eine Brandsalbe. Also das ist jetzt sie. Seid gegrüßt und guten Abend und vielen Dank für den Raid, Sebo. Sei gegrüßt, Lord Anthrax, MD Master, Spaß mit Videospielen, Teffen 1988 und Sebo natürlich. So, ich lande auf der Schwelle des Todes und ein Raid kommt herein. So soll das sein, oder? Gut. Ich kann gerade gut heilen. Gut. Eine Eule habt ihr auch dabei. Das ist, ich weiß nicht wofür gerade, aber ich glaube, es wäre alles gerade praktisch. Weil, das Spiel ist wieder mal nicht ganz einfach, aber das soll so sein. Ich habe Darkest Dungeon 2 tatsächlich noch nicht gespielt. Den ersten Teil ja ziemlich umfangreich. Aber den hier eben kaum noch. Gut, die Rüstung ist weg. Der hat sein Ding nicht bekommen. So, verkehrt rum gedacht. Das reicht nicht für eine Exekution, aber ja. Er hat Laudanum dabei. Was, also ja. Ja, der ist es. Nein, die Waffe mit Fluch fasse ich nicht an. Also den vierten zumindest. Ja, den zweiten Teil gibt es seit doch jetzt schon durchaus einiger Zeit. Aber er ist sehr anders als der erste. Das kann ich jetzt schon sagen. Also sehr cool, aber sehr anders. Also man darf sich da wirklich... Es ist dasselbe Setting, die Stimmung ist ähnlich und so weiter, aber es ist ein anderes Spiel. Es ist viel mehr roguelike. Das ist dann wieder auf der Schwelle. Das ist gut. Baphomets Fluch 6 kommt. Ich habe nicht einmal gewusst, dass es einen fünften gibt. So viel zu dem Thema. Ja. Also, wie gesagt, und ich probiere ihn jetzt endlich aus. Ich habe ihn in der Bibliothek tatsächlich noch gar nicht so lang, aber ich habe es mir jetzt vor kurzem geholt, weil es verbilligt war. Und ja, da sind wir nun. Und versuchen zu überleben, was sich als nicht so einfach erweist. Ui. Milchgedrängtes Leinen, genau. Du bist auch zweimal blind, auch nicht schlecht. Also diese Kampfgegenstände muss ich definitiv noch näher betrachten. Runaway habe ich nur gehört davon. Ist tatsächlich nie gespielt. So wie so vieles. So, was kommt jetzt auf uns zu?
Invasoren, was soll schon passieren? Plünderern den Todesstoß versetzen, Hilfesuchende besuchen. Ich fürchte, das wird nichts. Also nicht lebend, nicht die ganze Gruppe lebend. Aber das werden wir gleich sehen. Two arms, though it brings no satisfaction. Hendolo Studio Games. Habe ich jetzt nicht im Kopf, was ist. Wann habe ich... Ich heile unterwegs. Ich kann nicht mehr. So zieht er sich... Nein, das geht. Laut göttlicher Weisung ist jetzt nicht die rechte Zeit. Das glaube ich hier. 15 Flamme verlieren wir dann. Wir haben aber derzeit helles Licht. Ah, da unten steht, was passiert. Plus 2 Stress, minus 15 Flamme. Nein, ich wähle sie und sie befreundet sich immer mehr mit meiner Hellion. Okay, das ist cool. Ja, das ist richtig. Discworld Noir kommt nächste Woche. Ja, es ist ganz anders. Du bist, die Kutsche ist eigentlich alles in dem Spiel. Von der Kutsche aus reist man, Gasthäuser sind so. Es ist jeder Run komplett neu begonnen, also wirklich sehr viel Rogue-like-artiger. Sehr, sehr viel. Den werde ich nicht los. Das Ausweichen ist unangenehm. Ich muss diesen Buffer da hinten loswerden. Oder so, der erleidet minus 75% Schaden wegen Knochen. Dann schaue ich, dass ich den Heini da zuerst loswerde. Die Post ist ein guter Anfang, so viel ist sicher. Ihr die nicht die stärkende Melodie, ich meine, könnte ich auf ihn sprechen, aber jetzt nicht, wenn ich ihr die Kampfballade, achso, Blödsinn, Iron Song, ist ja schön und gut, aber da schicke ich sie nach vorne um eins. Ja, Discworld Noir ist das Problem, dass ich beim, wegen YouTube-Kanal, das erste Video ist verloren gegangen. Das tut mir wahnsinnig leid, aber es ist passiert. Bitte Bleeds. Yes. Der erste Gegner ist weg. Bitte die Weihung hinzufügen. Unangenehm, aber ja. Ausgiebig. Achso, ja. Schwächung, minus 25% und Gabe der Flammen. Ihr zündet zu viel. Ich habe eine Brandsalbe. Wäre jetzt am notwendigsten. 14, 11, 11. Ich wende es mal an mich selbst an. Zweimal kann ich Gegenstände nicht verwenden bei einem Angriff. So, Combo, wunderbar. Kombos funktionieren. Das ist stark. Ihn zum Bluten zu bringen, wäre sehr sinnvoll. Yes. Verbrennen und bluten, was soll der Scheiß? Okay, sie hat jetzt zwei. Heilen kann sie nicht, weil niemand schwach genug ist. Das Heilen erst ab 25% hart. Das sein. Oh Mann. Amnesia, okay. Ja, aber Discworld Noir war schon, es ist schon cool. Es ist mir einen Hauch zu langsam stellenweise, aber das haben ja diese alten Spiele so an sich. Die brennen alle nicht, oder? Nö. Wendet die Brandsalbe wieder auf sich selbst. Bluten 3, das sollte reichen. Hat auch schon mit dem einen Schlag gereicht. So, dann sind wir wieder auf 6 Stress. Das war gut. Er ist jetzt aber blind.
Er hat Riposte noch immer. An opportunity. Squandered. Ich kann jetzt heilen und zwar viel. 16 ihn oder 13 ihn. Yes, das war sehr, sehr, sehr gut. Gut, natürlich sehr schlecht in schlechter Verfassung. Dann schicke ich dich mit der Kampfballade nach vorne, bitte. Schuss aus nächster Nähe incoming. Ich muss offen sagen, die Point-and-Clicks, ich kenne sie nicht so gut, wie ich stellenweise gerne würde. Yes, hat sich ausgezahlt, ihn zu schwächen und so mit einem Schlag umzubringen, werden nicht mehr zurückschlagen können. Die Taktiken sind anders als im Vorgänger, aber sie sind da. Also man kann viel durch Taktik erreichen, weil der Kampf lief überraschend gut. Lass mich dein Gesicht bemalen. Die werden beste Freundinnen. Bollwerk des Vergessens. Ja, das sind jetzt die Arschlöcher. Wer hat den ersten Teil bis ins Darkest Dungeon gespielt? Ja, ihr seid so... Was bist du? Ein Herold. Herold klingt auch sehr böse, unangenehm. Sohn vielleicht tötbar relativ schnell. Sehr gut. Er kann die letzte Reihe nicht angreifen, gell? Dann schlitze ich den in der Hoffnung, ihn zum Bluten zu bringen. Nein, aber zumindest kriegt er nachher mehr Schaden. Unangenehm. Aber laut Zündel. Der Crit war nicht notwendig. Sieben sind das dieses Mal halt nur. Wenn ich noch eine Runde warte, wird es mehr oder mehr. Schwierig. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Sebo, und vielen Dank nochmal für den Raid. Heavy Rain, also... Oh Mann, ihr habt eine gute Unterhaltung über die wie hießen sie noch? Point-and-Click Adventures. Ich bin gerade zu sehr hier im Spiel. 7 bis 12, 18 Weltkrieg, wunderbar. Zwei Tote. Mist, er hätte Laudanum gehabt. Rennst du? Rennst du? Ja. Also du bist getarnt, du Arsch. Verfehlt. Das ist Kacke. So, falsche Position für Fit Bleeds. Das ist jetzt doof. Nehmen das hier. Ja, schön, nächster Angriff minus 50% Schaden, aber dafür ein Crit. Ausweichen. Weil die Kampfballade womöglich sinnvoller gewesen wäre. Geht jetzt doppelt. Könnte brennen. Brennt auch. Reicht es? Nein, der hat noch.
kritisch aber halbiert, das hat sich ausgezahlt. So, mal mitlesen. Gute Nacht. Genau. Dann sage ich Grüße und guten Abend, Fahrer. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass du auch hier drin bist. Du bist so gut wie tot. Eigentlich bist du tot. Du weichst aus. Wenn ich treffe, blutest du vielleicht. Du müsstest tot sein. Unangenehm. Ich ziehe sie einen Schaden. Jetzt ein Dilemma. Der Schuss aus nächster Nähe tötet das Ding zwar, aber der steht dann erst auf wieder an dritter Stelle. Ich habe nichts, was ich gerade hierher schlagen kann. Also sie hat minus 50% Schaden sowieso. Du kannst jetzt mal ihn hochheilen, damit er nicht mehr rumfällt. Wassermarsch, alles klar. Alles klar, Fahrer. Und Cheers wollte ich sagen, als ich betrunken war. Also nochmal Cheers. Genau. Plus 2 Stress heilt aber auch um 20%. Passen kann man nur, wenn man geschwächt ist. Awash in Turmoil. Okay, aber durchgekommen. Burning brightly for all the world to see. Unvergängliches Accessoire. Was heißt unvergänglich? Plus 20% Schaden ist enorm. Wem gebe ich das denn? Barbarin oder Highwayman? Ich glaube, ich gebe es ihr. Er macht nur direkten Schaden. Ich gebe es doch ihm. Ich kann mich nicht entscheiden. So, ich sollte jetzt ins Gasthaus kommen. Alles klar, Nagel. Und danke fürs Reinschauen und ich wünsche dir eine gute Nacht. Es ist eigentlich eh viel später geworden schon, als ich gehofft, geplant etc. hatte. Sehr schön, sie haben ein bisschen hochgeheilt. Warte mal, warum? Ich sehe warum. Weil ich euch Kampfgegenstände geben könnte. Rest now for a time. Ungestüm. Lebenspunkte kleiner, dann wird es langsamer. Griesgrämig. Griesgrämig ist doof. Wir sind zum hinkenden Esel und haben ein Flickset, 50% heilen. Heile ich sie mal. Sometimes it is wiser to try anew, fortified by trials. Ich könnte einfach beenden. Spend what you can, for wealth no longer has meaning. If indeed it ever did. Die Nahrung ist ein bisschen problematisch. Reinigender Wickel, Widerstand gegen. Habe ich vergessen. A bit of comfort. On the road to damnation. Flammenschwund wird verringert. Na, das Ding ist auch. Es ist alles irgendwie gut. Also, das kann ich nicht mehr kaufen. Kann ich eigentlich etwas auch verkaufen? Wahrscheinlich nicht. Ach, dann nehmen wir das noch mit.
Nimmst du das dazu? Minus 1 Geschwindigkeit. Also ihr müsst gemeinsam rauchen. Ja, dann macht das. Na dann der Gasthofgegenstände. Widerstand gegen Bewegung. Ja, wie auch immer. Ich verwende einfach alles, weil was soll der Geiz? Experience, however painful, is the greatest teacher of all. Einen Punkt habe ich übrig. Die Heilung wird nicht so viel stärker. Vor allem die Abklingzeit wird auch nicht kürzer oder sowas. Aber ich kann schneller heilen. Okay, dann deshalb nehme ich's. Each improvement, a new variable in the equation of your fate. Genau. Experimentation. Your academic instincts serve you well. Ab ins Dickicht. Mud and rain. Wird uns schon umbringen. Resignation and death. This land is truly barren. Ach, okay. Das macht auch noch. Heilt auf 50%. Gut, das ist schön, aber da sind wir eh. Und minus 1 Stress, das ist natürlich schön. Missgunst. Resentment. The slowest and deadliest poison of them all. Hoffnung zwischen den beiden. Aspiration unites the hopeful. Ich weiß nicht, warum diese Fähigkeiten hier drin sind. Das steht wahrscheinlich Hass. Cruelty and callousness have claimed dominion here. Beziehungen. Beim Rasten steht die Chance, dass Beziehungen zwischen Helden ausbringen. Diese können negativ oder positiv sein. Hängt von der Affinität ab. Beziehungen verleihen den Kampf der Segen oder Flüche. Was noch bedeutender ist, Helden handeln bisweilen eigenständig um den Helden, dem sie eine Beziehung haben, zu helfen oder ihn zu behindern. Nicht so cool. Positive Beziehungen gewähren beiden beteiligten Helden eine gesegnete Fähigkeit. Wird diese eingesetzt, profitiert der jeweils andere Held davon. Negative Beziehungen belegen eine Fähigkeit von jedem der beiden Helden mit einem Fluch. Wird diese eingesetzt, beeinflusst dies den Helden negativ. Außerdem können verfluchte Fähigkeiten nicht aus den ausgerüsteten Fähigkeiten entfernt werden, die taktische Flexibilität der Helden einschränkt. Blöd! Warum haben die Westeln und die Dings nicht die Chance gehabt? Das hätte gut ausgesehen. Das Dickicht. Four. Rewards only. Resignation. 12 ist noch immer auf Gleichmut, aber 8 ist schon Missgunst. Ah, sie könnte noch Kampfgegenstände haben, also erhalten. Ja, hat diesbezüglich schon was. Oh. Eine Rauchbombe. Will ich Laudanum vergeben? Er kriegt jetzt das restliche Laudanum für den Moment. So, ja, das da. Na gut, vielleicht finde ich noch Plünderer, die sollen von Bandika getötet werden. Gut, was habe ich hier? Invasoren. Das Blöde ist, dass ich hier mehr Abscheu bekomme. Aber es ist der Schrein der Besinnung. Ich will dorthin wegen Fähigkeiten für die Helden. Look ahead. A place to reflect, remember and reconcile. Okay, die Abscheu ist natürlich unangenehm. Aber ich will permanente Buffs. Und die kriege ich hier.
Okay, die hassen sich ja eh schon, oder? Ich will es mit ihr. Vesto. Genügsamkeit. Chapter 1. Want not. Genügsamkeit. Together with her sisters, she tended the Order's sacred flame in pious humility. The Abbey's austere arches and sanctified masonry afforded her a life of sheltered privilege that few beyond the walls could imagine. Discipline was paramount, and when forbidden desires would seek to distract her from monastic toil, she smothered them. Reluctantly. Okay, Fürsorge hat sie gelernt. Entfernt Zustandsveränderungen. Das ist gut. Finde ich großartig. Weil ich muss offen sagen, ja, die Erleuchtung ist schön und gut. Was gebe ich weg? Die Hand des Lichts, weil ich hinten stehe. Fürsorge ist gut. Für Gruppentherapie. Hast du wohl recht. Sind gut drauf, sie mögen sich. Gut. Und das Plünderer? Ja, der Typ ist ein Plünderer. Sind alles Plünderer. Sie muss was töten, dann ist sie glücklicher als Sings. Der Schütze. Ich will den Schützen töten. Genau, der messerscharfe Verstand ist gesegnet. Die Schwürste Schatten und Abschneiden. Gerade Abschneiden ist natürlich doof. Dadurch springt er eins nach vorne, das ist nicht so schlecht. Ismess kriegt dadurch weniger Stress. Junior wird verletzlich dadurch. Odika wird blind dadurch. Das ist ziemlich schlecht. Gut, dann machen wir das. Während der Seelenstärke, Samenti wird verletzlich. Richtspruch oder Erleuchtung. Wie viel Schaden mache ich da? 5 Leben hat er noch, 4 bis 7. Natürlich minimal. Ach, das ist ärgerlich. Ui, die haben sich schon spürbar gestärkt dadurch. Measure out your violence and apply it judiciously. Die Heilsalbe. Ist fein. Dann bitte umbringen. Es war schade, dass es nicht vorher ging. Aber ja. Au. For who knows what lurks in the beyond. Hört auf damit. Das ist ja widerlich. Ich darf sie nicht so weit nach hinten bringen. Fechtschnitt kommt dementsprechend nicht in Frage. Aber der Pistolenschuss. Agony. Er heilt auch, wenn der Schuss nicht trifft. Also diese Freundschaften sind wahnsinnig stark. Fürsorge auf wen? 3 für 3 Züge, 3 für 2 Züge. Das war klar durch ein Combo, das ist gut. Ja, Fürst der Schatten führt bei Junior zwar zu negativen Ereignissen, aber was soll ich tun? Ausgeglichen ist er auch noch. Ich glaube, sie ist dem Widerstand, hat den widerstehen können. Hoppla, das war der falsche. Den wollte ich eigentlich nicht angreifen gerade. Upsi.
Mistimed. 50% sind halt. Die Diffusorsorge klingt noch ab. Sie ist die Urkillerin. Sie hat noch immer keinen Todesstoß auf irgendwen durchgeführt, oder wie? Das war wichtig. Kann ich auf Leichen rumprügeln, damit ich die loswerde. Yes. Die helfen sich wirklich massiv gegenseitig. Kost, sehr gut. Du kannst... Fürsorge für göttliche Gnade sind meine Leute noch nicht geschwächt genug. Ich will, dass sie ihn umbringt. Sie. Und nur sie. Das eigene Ziel. Das ist ja wieder sauer. So geht das und damit sollte sie ihr Ziel erreicht haben. Das war eine Plündererkreatur. Ringes Protektorat. Nicht so cool. Kriegsmedaille. Genau, Heldenziel abgeschlossen. Minus 10% Schaden ist nicht die Welt, aber plus 10% Heilung eben auch nicht. Der vergessene Vorposten. Verlorenes Bataillon. Gemeinsam bringen wir sie zur Strecke. Hass. Ach, Blutvergießen ist das Schönste. Göttliche Weisung. Missgunst, Gleichmut. Dann gehen wir da rein. Was soll schon passieren? Ach du Schande. Wieder komplett neue Gegner. Anemisch. Nicht so gut. Sie ist getarnt. Das ist okay. Was tut der da? Plus 200% Widerstand, plus 2 Geschwindigkeit. Bewegt können die kaum werden. Hört sich auf eine mächtige Fähigkeit vor. Betäubungsfähigkeiten habe ich aber keine. Ich weiß nicht, ob ich mit ihm vorstürmen will, aber viel was anderes kann ich nicht. Er ist gerüstet. Er ist in Reihe 3, den kann ich gar nicht angreifen, oder? Ja. Ich schwäche mich zwar selbst damit, aber er bereitet sich auf irgendwas Böses vor, wodurch ich einfach ein bisschen Angst habe, dass er wirklich schlimme Dinge tut. Also, minus 50% Schaden ist halt ganz nett gewesen gerade. 7, das hat nicht gereicht. Er ist aber benommen. Tötet verwundert, ist der Befehl. Buße. Zumindest einer ist mal tot. 4 Bluten für 3 Züge. Da ist die Fürsorge angebracht. 12 Leben, das ist viel. Haben ein bisschen was retour. Stürmt er wieder nach vorne. Ach, ich schicke ihn vor, dass sein Pistolenschuss besser wird. Bleeds. So, nicht viel Blutung, aber doch etwas erneuter Bleeds. Was zum Teufel?
Das ist ungeil. Das ist wirklich ungeil. Mordica kann ich nicht so schwächen. Das ist wirklich gemein teilweise. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Einen relativ unangenehmen. Er brennt zumindest jetzt. Agony by accumulation. Ah, wenn If It Bleeds funktioniert noch. Wie viel Leben hat er noch? Damit stirbt er noch nicht, weil er ja diesen verdammten Schutz vor Todesstoß hat. Steady yourself. Geht. Entschlossenheit, Nervenzusammenbruch. Stirbt sie jetzt an einem Herzinfarkt, weil es ihr sowieso schon scheiße geht? Das Problem ist, dass die alle auch so verdammten sonstigen Schaden haben. Kritisch, das ist sinnvoll. Ja. Das sollte den umbringen wegen der Exekution. Das war auch wichtig, aber er steht halt noch immer an der Schwelle des Todes. If It Bleeds ist halt jetzt doof, aber... Er ist blind, das ist gut und verfehlt dementsprechend. A righteous action. Was hat sie gerade? Bitte den Richtspruch auf den Heini. Wieso brennt er nicht? Ich dachte, das geht sich aus. Ich hoffe, er stirbt nicht an der Blutung. Das ist leider relativ wahrscheinlich. Ja, das ist richtig. Wiederbelebungszauber von Gegnern sind einfach arschig auch. Leiche wegräumen, wenn es ihr irgendwie geht. Also nicht. Er lebt noch. Ich muss ihn auch von der Schwelle des Todes runterkriegen. Erneuter Dienst. Gut, nicht der Große. Zumindest das. Er kommt als nächstes. Sie kommt als nächstes. Ihn könnte ich zwar Stress heilen. Iron Swan wollte ich machen, weil der ist jetzt extra stark gewesen. Dann noch nicht heilen, er kriegt noch 4 Schaden. Na gut, dann bringen wir ihn noch einmal um. Ja, das ist gerade alles ein bisschen arschig. Unsteady stances. Exhaustion takes hold. What the fuck? Er hat sich umgebracht und mir hat das Stress verursacht. Unnahbares Accessoire, mehr maximal, weniger Krit-Wahrscheinlichkeit.
Jeder Held zu Kampfbeginn 66% der Rüstung zu bringen. Erhalt beim Verfehlen als erster am Zug. Ja, was soll's. Nimmst du das? Ich hatte die Karte aus gerade. Und hier freue ich mal die Kutsche ein wenig zusammen. Hoppla, wo sehe ich die Kutsche? Ah, da drüben. V war's. Panzerung, die Räder halten halt nicht mehr aus. Das ist halt das Problem an der ganzen Sache. Und hier zerstöre ich mir die Räder. Da zerstöre ich nur die Panzerung. Akademikerkammel, einzigartige Gegenstände und Ticks, und ich kenne die Strecke aber nicht. Danach kommt auch was Unbekanntes. Ich glaube, gegen Bosse brauche ich es noch gar nicht versuchen. Ja, ich gehe zur Akademikerkammer, weil ich es noch nicht kenne. Zerstöre jedes dieser Hindernisse. Ich habe das grausliche Essen bekommen. Die sind so nett zueinander, die Gruppentherapie. Ja, das ist richtig, für Ehre zum... Das ist aber wirklich fies, wenn die nämlich wiederbelebt werden. Uns ist es nicht viel wert, für andere vielleicht. Ich kenne diese Form. Ich habe es ist in der Finsternis. Kampfgeist, Gegenstände. Ich nehme ihn. Außerweltliches Fragment. Brandmittelgift. Wow, das ist relativ stark. Das große Problem an der ganzen Geschichte ist, ich kann keinen Bosskampf machen. Unmöglich, den überlebe ich unter Garantie nicht. Das Mess ist so am Ende. Gut, das war eins meiner Räder. Blöd, wenn es beide sind, weil dann landen wir in einem Hinterhalt. Hört auf zum Streiten, das ist ja nicht normal mit denen. Kann man der Akademie verlassen in der Labore, da findest du arkane Gegenstände und andere nützliche Dinge. War leider nicht so erkundig, aber ja, was haben wir hier? Schatz des Akademikers. Amidst the spoils, an artifact of unparalleled power. Räumiger Koffer, ah, das ist. Das Zeug ist wirklich gut. So. Und Blindheit. Also die Falle hat doch sie ausgerüstet. Dann kann sie da gleich mehr bekommen. Nein, die können nicht weiter stacken. Das ist ja schade. Pfeifenkraut etc. Naja, gut. Ist gleich das Wiederkommen aus, wie man es nimmt. Der Stress war brutal. You hope to heal, you have chosen wisely. Das hat nur ein bisschen Rüstung von der Kutsche zerstört. Resigned to the end of things, they waited for death, and still. So, wir sind in einem Lazarett. Ich meine, lebensmäßig schaue ich jetzt eigentlich gut aus. Sonst gibt's irgendwas, was ich habe kaum Geld, also Relikte habe ich zu wenig. Börse und Dings, Heilgegenstände, Kutschenausrüstung. Und
Okay. Einfach der Reinigung, Widerstand gegen zwei Dinge und senkt den anderen. Reinigender Wickel. Was soll schon passieren? Wir gehen weiter. The loathing festers. Hilfesuchende. Dorthin gehen wir. Ich glaube, das war nämlich dann die Vestalin. Ja, die Kutsche hält das aus. Ich habe bessere Platten drauf. Übers Licht. Look upon their noble struggle and be humbled by it. Doch hat der Feind diese Menschen nicht verdorben. Jonglieren fehlt mir schon, die verbrannten Finger weniger. In Erinnerung an frühere Lieben, sie eher hasst, aber das ist immer eh gewöhnt. Ich brauche die Flamme, ich mach ihr so. Genau, ihr Heldenziel habe ich jetzt auch abgeschlossen. Hey, ich hole mir Kerze nach Kerze. Also so ist es jetzt nicht. Ich habe ein Gegengift bekommen. Mehr Flammenschwund. Kampfvorteil 33%. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die Abscheu zu hoch wird. Ich habe es vergessen. Eine Hintergrundgeschichte nochmal. Schrein der Besinnung, aber für wen jetzt? Ich glaube für sie. Hellion. Vorabend des Ruhms. Chapter 1. The Eve of Glory. She was young to join the war band. But any who challenged her readiness were met with clenched fists and violent indignation. Having bloodied the last of her detractors, the matter was considered finally settled. On the eve of battle, she joined her clanmates in a raucous celebration, her stein and her spirits overflowing with abundance. Ausbluten. Front gegen Front. Selbst wird man geschwächt. Will ich die Fähigkeit haben, aber gegen was? Barbarische Gebrüll. Ach, das kann ich hier wechseln. Oder ging das nur im Gasthaus? Bei ihm geht's. Up ahead, the seat of our regrettable research. Warum ging das jetzt nicht? Naja. Er ist unangenehm. Ich mach mal den Fechtschritt. Der mächtige Schuss fühlte sich glücklicherweise nicht so mächtig an. Stärkende Melodie ist schön und gut. Aber ist es nicht wichtiger, jetzt Schaden zu machen? Ah ja, stimmt. Wenn ich das mache, dann heile ich ihm ja auch Stress. Der brennt schon wieder. Machen wir hier mal Fürsorge. Töten wir den ersten. Bringt ja nichts, hier am Leben zu halten. Sehr gut, kritischer Treffer, Regie. Er beschützt jetzt.
entflieht dem Feuer. Wir bringen den um. So, Chest habe ich jetzt ganz nach vorne gebracht. Ja. Angenehm. So, und jetzt bringt das Hündchen bitte um. Wuffels und so weiter. Ja, es sind nicht nur Feinde. Es ist allgemein spannend im Aufbau. Ach, Mist. Der Stiefel. Misthund. Damit ist der Stress wieder ein bisschen geringer. Sie ist, hat wieder den Bluten überstanden. Sehr schön. Brennt meine Vestalin jetzt. Du brennst wahrscheinlich schlecht. Du brennst alle schlecht. Das war eigentlich nicht die Attacke, die ich vorher machen wollte. Die Freundschaft verursacht, dass sie relativ gut runterkommen. Gut. Ging ganz okay. Mein Chester hat ein bisschen viel Schaden genommen. Dieses Item ist so zwiegespalten bezüglich dem, wie man es verwenden will. So, er hat jetzt... Also, dass ich jetzt Gegenstände habe, die verflucht sind, ist schon arschig. Ja, die streiten immer mehr. Das nächste Gasthaus wäre langsam notwendig. Trübes Licht, wenn die Flamme unter 40 wird, ist die für die Helden deutlich gefährlicher. Such Hilfe suchen oder kauf Hoffnungsschimmer, bevor die Flamme ausgeht. Ticks und ein Trinket. Bei ihr. Was ist das? Ein positiver Tick. Märtyrer. Astralflöte. Unvergänglich saß zu der Verbindung zu Beginn minus 1 oder 30. Ach, die muss ich nehmen, weil die ist lustig. Schräg, aber lustig. Alle jetzt Individualziele erledigt. Oh shit. Jetzt sehe ich, was passiert. Der Berg erbebt. Reicht Boss plus 10% maximal Leben, Flamme minus 10 plus 2 Stress. Unangenehm. Nimm dich Nacht, abscheuliches, weil es dich abscheulich, die Beichtwas auf dem Berg rührt sich, was schlimme Folgen nach sich hier. Zusätzlich zu einer sofortigen negativen Auswirkung, die von der aktuellen Beichte abhängt, erhält der Boss einen Lebenspunkt und wird schwerer zu besiegen, falls du den Berg erreichst. Such dir Kämpfe, die Abscheu reduzieren, bevor das geschieht. Volles Inventar. Habe ich noch nicht. Ist nur nah dran. Jetzt kommt noch Bollwerk des Vergessens, ein paar Kultisten. Und dann hätte ich das Dickicht hinter mir. Und das Spiel dauert zu lang. Erloschene Flamme. Unangenehm. Ich verliere gerade meine Hoffnung. Vollständig. Igitt, was bist du? Diakon, kosmisch Kultist.
bist du ein Herold und ein Altar. Der Herold ist derzeit am ehesten besiegbar. Versuchen wir das. Unangenehm, wie ich auch den Sprung nach vorne machen soll. Und verbrennen. Unangenehm. Blitz geht nur von Korb. Nicht gedrängtes Leinen entfernt Blindheit. Oder bei Stalin. Ja, warum nicht? Ja, er kriegt halt weniger Schaden. Das ist trotzdem nicht so das Schlechteste, was ich gerade tun kann. Kann jemanden erblinden lassen. Widerstand, das ist Schwächen 40%, okay. Dann heile ich mal wen. Regeneration hat er für 3 Züge. Du musst aber nicht den Verletzten regenerieren lassen. Das wird immer unangenehmer, was die da machen. Fehlt auch noch. Das ist zu viel. Das sind 12, 24 Schaden wären das gewesen. Ernsthaft. Es war doch nicht so unwahrscheinlich, dass der da stirbt. Es dauert halt teilweise. 15 Schaden und 2 Stress. Das ist Bier, ist jetzt Widerstand gegen Todesstoß gesenkt. Das ist ja unangenehm. Die besten Buddies da, die sollen weitermachen, so. Richtspruch. Kann der brennen da hinten? Ach, wenn er gleich stirbt, muss er nicht brennen. Ja, du heißt halt den Arsch. Mehr Schaden als er heilt in der nächsten Runde. So viel Leben hat der Heine eigentlich gar nicht. 18 kritische Heilung, das ist wunderbar. Oh. Macht unangenehm viel Schaden. Ja, eine Melodie auf meine Pistalin wäre ganz nett, aber... Macht sie mal mehr Schaden. 30, wow! Das ist das meiste bisher. Real ist nichts auf so richtig hoch. Die Rüstung muss weg. The unrelenting application of violence yields morbid gains.
minus 50% Schaden, aber plus 75% maximal Leben. Hitzeschild ist nett. Und der ist... Der wenige Schaden ist nicht gut. Ich gebe jetzt den Hitzeschild stattdessen. Kann ich Accessoires verkaufen? Moment. Cheers, Sephora. Genau, Junior, du sollst mehr Stress kriegen. Das ist wichtig. Die Beziehung zwischen euch allen verbessert sich nicht, wenn du noch mehr auszuckt. Ich bin ins Gasthaus gekommen. Es ist 12:45, verdammt. Was ist mit diesem Spiel gerade? Lower your guard. Soften your gaze. It is safe here. Gerissen. Großzügig. Mal gerissen und er hat Märtyrer. Er ist relativ gut gelaunt, wenn er an der Schwelle des Bruders sitzt. Jetzt braucht's was miteinander. Your coach must be maintained if it is to carry you where you must go. Die Fürsorge. Das ist gut, da wird der Widerstand dann höher. Wenn ich quasi dauernd. Genau. All roads lead to the mountain, but only one leads beyond it. Komm zum Berg jetzt. Bin gruselig. The climb is treacherous, the air thin, but you will endure it. Ja, damit ist der Run dann wenigstens zu Ende. Alle diskutieren Missgunst, da wunderbar. The slowest and deadliest poison of them all. Noch mehr Missgunst. Können sie alle nicht leiden. Argwohn. Narrowed eyes, muttered threats. All trust. Passt sehr gut, lost. Das wussten wir quasi. Gut. Das kann ja nur was werden, wenn ihr euch alle so gut leiden könnt. Ist das eine ganze Karte nochmal oder ist das nur... At last the great Ziggurat, temple of failure and regret. Ach ja, sie mögen sich. Flamme leuchtet. Leichtboss plus 10% Maximum, das wussten wir. Leichtboss. Schneise des Vergessens. Der letzte Akt beginnt. Kerle da hinten. Measure out your violence. Gleich, fangen wir gleich mit Grauen an. Judiciously. Die weichen halt wieder aus. Stärkende Melodie, dann wird Audica schlechter. Es ist furchtbar. Ich sehe gerade, dass das andere aber weg wäre.
Okay, das wird jedes Mal neu berechnet, aber nichts Positives kam dabei raus. Wenn ich aber Fürst der Schatten mache. Er hat dem der Blindheit widerstanden, was natürlich schlecht ist. Der Richtspruch ist jetzt in dem Zusammenhang schlechter geworden. Hast du noch Laudanum? Nein. Blindheit. Gut, der ist bald tot, das ist jetzt geschwächt. Muss das machen, auch wenn sie schlechter drauf ist dadurch. Aber sie muss nicht viel Schaden machen gerade. Ach so, wir sehen nur für die Restrunde, was passiert. Viel Geduld, Nachsicht und einen guten Therapeuten, ja, außer sie sterben. Ach Gott, ich hätte doch den brauchen sollen. Blende des Mirs, ja, zumindest ist mir nichts abgeht in die Richtung. Ich kann gerade nicht stärken, aber es ist relativ egal. Er ist ausgewichen, oder dann ist sein Buff zumindest weg. Nicht gereicht, weil sie durch reduzierten Schaden gemacht hat. Ach, das muss jetzt sein. Ach so, er ist noch immer nicht tot. Aber jetzt, weil er gebrannt hat. Gut. Also die Gruppentherapie wird teuer, das sei ich auch. Ich muss das jetzt machen, sonst dreht er mir durch. Aber das Leveln von der Fähigkeit hat sich schon sehr, sehr ausgezahlt. Yes, getroffen. Gute Bitte auch. Sehr gut. Lohnt sich zu wenig für meinen Geschmack. Ich werde diese Leiche einfach nicht los. Die sind gar nicht so schlimm, wenn sie alleine sind. Was jetzt? So, da ist sie wieder sauer. Und wieder was tot. Sehr schön. Mist. Squandered. Okay, das war zumindest nicht schlimm, das hätte ich mir jetzt echt schlimmer vorgestellt. Bitte bring es um. Also taktisch wird's grad, ist gerade alles echt ein bisschen schwierig. Wenn du nichts triffst, macht's das echt nicht besser. Na also. A resounding response. Jetzt gleich weiter mit dem Kämpfen. Ja.
The Nightmare Gate is revealed. Beyond, only infernal nihility and non-existence. Ob das die Gruppe einfach zu... Pity the great denier, chained by its own command. Kann keine heiligen fehlen Fähigkeiten oder Heilmittel ein. Gut, das macht 5 Gift und 5 Verbrennen. Schloss der Verzweiflung, Schloss der Reue. Schloss der Klage. Oder wenden wir das hier drauf. Weil, nimm das schon mal 10 Schaden. Keine Heilfähigkeiten erhalten, finde ich sehr gemein. Kann davon was bluten, das da hinten zum Beispiel. Oder hasst mich wieder Junior. Ich habe keine Ahnung, was hier alles passiert. Nur Zika, dass man nicht heilen kann, ist gemein. Der Richtspruch ist halt ein Problem. Das haben sie derzeit nicht. Dann machen wir mal das hier. Das kann keine Fähigkeiten oder Gegenstände zur Heilung von Stress einsetzen. Okay, aber jetzt kann ich normale Heilfähigkeiten verwenden. Das Problem ist, dass man meine Vestal jetzt komplett auszuckt. So. Brennen und vergiften. Könnte immer noch funktionieren. Ja, 23 nimmt 12 Schaden. Das sind 2 Runden, also eigentlich tot. Aber dann kommt das Ding halt nochmal dran. Allerdings kann ich hier jetzt plus 50% Schaden machen. Jetzt keine Fernkampffähigkeiten oder Gegenstände einsetzen. Anders den Bluten relativ wahrscheinlich. Das macht dann auch weniger Schaden. 6 bis 10 aber. Das ist ein relativ starkes Bluten. Aber widersteht, naja. Nervenzusammenbruch, ja. Können sie sie alle nicht mehr leiden. Nicht, dass das vorher schon besser war, aber... Bring ihn um. Achso, ich kann keine Schüsse machen, das habe ich ja ganz vergessen. Das hätte ich Stress heilen sollen. Unangenehm. Ja, eins davon ist tot. Fälle des Todes mal 2. Und das Mass zuckt auch noch aus. Ja, alle nur Nerven zusammenbruch. Kann da auch was Gutes dabei rauskommen wie im Vorgänger?
So, göttliche Gnade auf wen? Also Fürsorge ist eine andere Geschichte. 21, 18. Das ist die letzte, die gerade dran ist. Das Ding ist dann weg. Ich muss fies sein. Wenn sie stirbt, überlebt es die Gruppe wahrscheinlicher. Verliert die nächste Aktion. Oh Mann. Sehr unangenehm. 10 Schaden kriegst du. Du musst einen Schaden nehmen. Muss einfach sein. A brilliant conclusion. Das Schloss dran. Der steht noch. Die kann gerade nicht heilen. Dann das Ding bluten, dann macht man das, weil der jetzt gerade wieder standen. Ja, das Maß wird dann zum Ziel, das ist ganz schlecht. Der muss sowieso heilen. Verweigerte Reichweite, okay, Fernkampffähigkeiten sind schon wieder Geschichte. Jetzt mal. Steady yourself. Ich bete und erhalte keine Antwort. Ja, das soll passieren. Das Ding kann bluten, haben wir festgestellt. Kann bluten. Tun mir den Gefallen und blute. Gut. Ich kann noch immer nicht heilen. Ich kann gerade außer passen gar nichts machen. Das erhöht halt ihren Stress. Ich dachte, sie heilt beim Dienst. Das geht anscheinend nicht immer. Ja, was soll's. Feldsanitäter hätte er beim nächsten drankommen. Das Blöde ist, dass es sein kann, dass er nicht drankommt mehr. In der Hoffnung, dass er dann nicht angegriffen wird. Hat funktioniert soweit. So, die Heilsalbe. Das war herausragend. Das Ding kommt als nächstes dran. Es ist spannend. Ach, verdammt. Sagt er und verliert. Die Vestalin ist gestorben, nicht? 7-11, 4-9 und mehr Bluten. 11 Bluten. Wie sie mir immer die Reichweitenfähigkeiten wegnehmen. Er kann nicht bluten, zumindest nicht vernünftig. Mhm. Genau, greift den Leichnam an, warum nicht? Gut, das Ding sollte dann eigentlich ja Geschichte sein. 2 Schaden, das war ein bisschen sehr wenig. Also das macht das und jetzt das stirbt, oder? Ja. Und hat uns wieder die Fernkampffähigkeiten voll erweigert. A miscalculation, perhaps. Schlag zurück. Gott, wird das knapp.
Und das Ding hat jetzt wie viel Leben noch? Ja, wenn der Heiler stirbt, ist die Gruppe mit einem Timer versehen. Das stimmt, aber Heilung ist in dem Spiel bei weitem nicht so gut wie man. Es ist ja auch der letzte Kampf. Ich habe ein riesiges Feldsanität. Verweigert Bekräftigung. Das ist beschissen, wenn ich jetzt ins Feld Sanitäter gerade bekommen habe. Die Erblindung könnte alles retten. Oder auch nicht. Also 5 bis 7, 5 bis 10. Aber da hat er eine Death. Redemptive and transcendent. Was? Ich habe jetzt nicht mitbekommen. Wenn das denn nicht gewesen wäre in genau dieser Runde. Verweigerte Kräftigung, wieder die Heilung nicht. Kann ich nicht auf ihn sprechen. Könnte ich nur auf mich selbst. Verdammte Scheiße. The sum total of violent equation unfavorably rounded down. Das ist jetzt wirklich. Wieder blindet und ich habe Ausweichen auf 50%. Schauen wir mal, ob mein Narr das noch durchgeht. Weil die verweigerte Kräftigung ist im Verhältnis egal. Das Ding hat 10 Leben noch. Zwei Angriffe auf jeden Fall. Ausgewichen. Das Vieh kommt jetzt vor mir. Wieder ausgewichen. At last, the world's mind is free to remember a time before the cancerous corruption. Kommt jetzt noch ein Kampf oder nein? Der Stand des Kapitels wurde beendet. The Shadow's advance has been halted. For a time. Ja, das war sehr knapp. Found the cipher, scribbled hastily in the decaying margins of some long forgotten tome, scribbled in blood. Whether by providence or happenstance, we stumbled upon the mark of some strange power invoked the world over, reflected in cultures predating mankind itself. A semicircle radiating 5 points of power. A symbol hidden deep in the iconography of every ancient empire. The Iron Crown, enigmatic and ubiquitous. Altar der Hoffnung. Heldenname Erinnerungen, die du ausrüsten kannst. The more they have to hold on to, the harder they will fight. Ein Sommertag, 15% Heilung unterwegs. When all is lost, we cling to what we can remember. Kann ihnen so viel geben. Gut, dann schalten wir jetzt der Helden frei. Leper. Occultist. Runaway. Flagellant.
the true splendor of a world, those who live within it. A little more light, a little more strength. Unvergängliches Accessoire. Vestalin, was kann sie, hat sie noch? Na gut, wie viele Punkte habe ich noch? 19. Kostet das 2. Dann machen wir hier mal weiter. Spare a thought for tools of iron. Such implements will serve us well. Whiskyflasche. Abgetrennter Finger. Und so weiter. Viele, viele neue Accessoires freigeschalten von den einzelnen Charakteren. The road calls once more to its dark passenger. So, jetzt ging es von vorne los, oder? Alles klar, nein, ich höre jetzt sowieso auf. Es ist jetzt zu Ende, es ist dringend zu Ende. Aber hat mich gefreut, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und danke fürs Dranbleiben, Fora, vielen Dank für den Raid an Sebo und mal schauen, ob, wann, wie auch immer ich das Ganze weiterspiele. War cool, hat viel Spaß gemacht. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Nacht und